Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen beim Rooftop Talk bei Stadler Völkel Rechtsanwälte. Das Thema heute sind die dezentralen Energiegemeinschaften. Das ist eines der zentralen Punkte des kommenden erneuerbaren Energieausbaugesetzes EAG, auf das die Bundesregierung ja große Hoffnungen setzt, damit die Klimaziele auf diese Weise auch erreicht werden können. Und dieses Projekt, diese Energiegemeinschaften, die könnten natürlich ein Gamechanger werden, so wie es manche erwarten, oder sich halt als eines dieser gut gemeinten Projekte erweisen, die dann halt doch ihre Erwartungen und Hoffnungen nicht erfüllen. Über dieses Thema werden wir heute aus den verschiedenen Perspektiven darüber ganz kurze Vorträge hören und dann darüber diskutieren. Die Diskutanten und die Vortragenden sind Professor Christoph Krönke, ist Professor für Wirtschaftsrecht, öffentliches Wirtschaftsrecht an der WU Wien, der das Thema von der öffentlich-rechtlichen und auch der europäischen Perspektive beleuchten wird. Dann wird mit zu uns Kai Siefert sprechen, ein IT-Stratege, der viele Jahre für die OMV gearbeitet hat, aber jetzt seit mehreren Jahren für die Wien Energie und sich mit der Frage beschäftigt, wie kann man digitale Services für die Energiewende verwenden. Und schließlich Oliver Völkel, Partner hier bei Stadler Völkel Rechtsanwälte, wird sich die ganzen zivilrechtlichen Aspekte dieser dezentralisierten Energiewirtschaft und dieser Energiegemeinschaft hier anschauen. Und dann werden wir gemeinsam auch darüber diskutieren und hoffentlich möglichst viele Fragen beantworten. Ich bitte jetzt Herrn Völkel, hier auch ein paar Worte an das Publikum zu sprechen. Ja, vielen Dank für die Begrüßung und die einleitenden Worte. Ich werde mich sehr kurz halten. Es freut mich, dass wir heute wirklich zwei sehr hochkarätige Redner zu dem Thema für uns gewinnen konnten. Das Thema dezentrale Energiewirtschaft ist etwas, das natürlich in der Praxis angesiedelt ist. Wir müssen es einmal umsetzen. Aber der Rechtsrahmen, Energiewirtschaft ist ein sehr stark regulierter Bereich. Der Rechtsrahmen, der wird neu vorgegeben vom Gesetzgeber. Und deswegen macht es, glaube ich, Sinn, auch ein wenig auf den Rechtsrahmen zu blicken. Und vielleicht, das wäre so mein Wunsch, die Zuseher wissen es, wir haben ja einen Schwerpunkt auf Blockchain-Technologie und dezentrale Systeme. Und vielleicht hören wir auch das eine oder andere, wie die Blockchain-Technologie sich bei der dezentralen Energiewirtschaft schlagen könnte. Und ich möchte gar nicht mehr Ihre Zeit stehlen und freue mich jetzt schon auf den ersten Vortrag von Professor Krönke. Ja, ich freue mich ebenfalls sehr, dass wir hier zusammengekommen sind und über das Thema Decentralized Energy sprechen können. Das ist ja wirklich ein sehr schöner Titel. Es ist so ein bisschen orientiert an Decentralized Finance, also fängt so ein Phänomen ein aus dem Finanzbereich, wo in hohem Maße dezentralisierte Marktstrukturen sich entwickelt haben, auf der Basis von Distributed Ledger Technologies, wie etwa die Blockchain. Und es deutet sich so ein bisschen an, dass sich im Energiewirtschaftsbereich ebenfalls so etwas Ähnliches entwickeln könnte. Ja, insbesondere der europäische Gesetzgeber, auch die nationalen Gesetzgeber setzen ja beim energiewendebedingten Umbau der Energiewirtschaft so ein bisschen auf dezentrale Energieversorgung. Und diese Decentralized Energy, diese Technologien könnten möglicherweise eine Grundlage dafür bieten, um solche Modelle zu implementieren. Wir werden das in drei Vorträgen behandeln. Zunächst werde ich so ein bisschen die Europa- und öffentlich-rechtlichen Grundlagen, die energiewirtschaftlichen Grundlagen dieser dezentralen Versorgungsmodelle behandeln, insbesondere Energiegemeinschaften, also das Institut, die Figur, die sich der europäische Gesetzgeber schon vor ein paar Jahren überlegt hat und das jetzt die europäischen Mitgliedstaaten auch in die jeweiligen nationalen Rechtsordnungen umsetzen. Meine Kollegen, also Herr
Herr Siefert wird dann vor allem die praktischen, ökonomischen Herausforderungen, die sich mit diesen Modellen ergeben, beleuchten. Herr Dr. Völke wird sich mit den delikaten zivilrechtlichen Fragen auseinandersetzen und ich biete Ihnen dann auch erstmal so eine kleine Einführung auch. Schauen wir mal an, was ich Ihnen mitgebracht habe. Ich möchte zunächst auf die Bedeutung dezentraler Energieversorgung im Allgemeinen eingehen, so ein bisschen auch aus der Vogelperspektive. Warum ist sowas grundsätzlich wünschenswert? Ich werde dann die einzelnen dezentralen Versorgungsmodelle kurz vorstellen und dann insbesondere auf die Energiegemeinschaften, also das mögliche Handlungsfeld für technologiebasierte dezentrale Energieversorgung vorstellen und die unterschiedlichen Modelle vergleichen und dann abschließen mit einer kleinen Bewertung dieses regulatorischen Rahmens. Schauen wir uns also an, erstmal die Bedeutung dezentraler Energieversorgung. Da sollte der Ausgangspunkt zunächst Österreichs Energie- und Stromerzeugungsmix sein. Wenn man das mal so ein bisschen vor dem Hintergrund der Energiewende sich anschaut, dann steht Österreich eigentlich ziemlich gut da im Vergleich zu anderen Mitgliedstaaten. Denken wir in Deutschland, wo noch die guten alten Atomkraftwerke am Netz hängen und auch der Kohleausstieg noch bevorsteht. Österreich mit einem Anteil der Wasserkraft an der Stromerzeugung von 60% und auch die Windenergie mit 10%, das ist eigentlich wirklich schon sehr vergleichsweise weit. Wir haben dennoch einen gleichwohl erheblichen Anteil an konventionellen fossilen Energieträgern von knapp einem Viertel. Also da ist durchaus noch ein wenig Luft nach oben, insbesondere wenn man die immer fortentwickelten globalen, europäischen und nationalen umwelt- und klimapolitischen Zielvorgaben beachtet, dann ergibt sich ja durchaus ein Änderungsbedarf. Also wenn man die Klimaziele der nächsten knapp 10 Jahre realisieren möchte, dann muss man diesen Anteil an konventioneller Energie auch noch reduzieren. Mit dem Umbau der Energiewirtschaft sind natürlich verschiedene Herausforderungen verbunden, wie wir gleich sehen werden. Und die dezentralen Versorgungsmodelle werden vom europäischen Gesetzgeber und jetzt eben auch von den nationalen Gesetzgebern als ein wichtiger Baustein gesehen, um diese Herausforderung zu bewältigen. Schauen wir uns vielleicht mal kurz, ich habe eine kleine Grafik mitgebracht, die Energieversorgung, wie sie sich derzeit darstellt. Wie gesagt, die Wasserkraft ein sehr zentrales Element, konventionelle Kraftwerke, Erzeugungsanlagen ebenfalls und immerhin auch in bestimmten Regionen die Windenergie macht auch einen wichtigen Teil an der Stromversorgung aus. Wenn wir nun im Sinne der Energiewende mittelfristig jedenfalls die bösen konventionellen Erzeugungsanlagen hier aus dem Spiel nehmen, dann zeigt sich, dass hier doch eine gewisse Veränderung im System entstehen kann. Natürlich werden die weggefallenen Kapazitäten ersetzt durch weitere neue Anlagen aus erneuerbaren Energiequellen. Allerdings zeigt diese Grafik, glaube ich, ganz gut, dass hier durchaus in bestimmten Regionen jedenfalls durchaus Netzengpässe auftreten können. Also die Versorgungssicherheit ist ja immer so, dass das Totschlagargument ist so ein bisschen gefährdet. Und auch ein zweiter Punkt, man hat ja so ein bisschen das Problem, nicht nur, dass erneuerbare Energien lokal radiziert sind, also nicht überall etabliert werden können, nicht überall weht der Wind so schön wie in Wien und auf dem Campus der Wirtschaftsuniversität insbesondere. Deswegen, das sind lokal radizierte Erzeugungsanlagen und sie sind, wie man so schön sagt, in hohem Maße volatil. Also die Sonne strahlt nicht jeden Tag, der Wind weht nicht jeden Tag so stark. Also auch da können Engpässe entstehen, aber natürlich auch Überlastungen. Also wenn besonders viel Strom sozusagen in die Netze da drängt. Und für diese Situation hat sich der europäische und die nationalen Gesetzgeber haben sich eben nun die dezentralen Versorgungsmodelle als eine mögliche Lösung für diese Situation ausgedacht. Also da tritt dann die lokale Energieversorgung vor Ort auf den Plan. Energie soll möglichst dort erzeugt werden, wo sie dann verbraucht wird.
Also Energieversorgung dezentral vor Ort. Und zweiter Gesichtspunkt, sicherlich auch wichtig, die Flexibilisierung des Energieversorgungssystems. Also denken Sie, wie gesagt, die Sonne scheint nicht die ganze Zeit, der Wind weht nicht die ganze Zeit. Deswegen in schattigeren Zeiten braucht man ja trotzdem Strom. Deswegen ist es sinnvoll, dass man vor Ort sich auch überlegt, wie kann ich damit umgehen, dass die Energie aus erneuerbaren Quellen volatil ist. Ich brauche möglicherweise dezentrale Stromspeicher, muss meinen eigenen Verbrauch entsprechend darauf einstellen. Auch das sozusagen etwas, was man mit dezentralen Versorgungsmodellen in den Griff bekommen möchte. Ja, genug davon geredet. Worum geht es dabei überhaupt? Was sind solche dezentralen Versorgungsmodelle, die dann sozusagen alle Probleme, die hier aufgetaucht sind, so ein bisschen wegwischen können? Schauen wir es uns kurz zusammen an. Ein kleiner Überblick zu den möglichen dezentralen Versorgungsmodellen. Hier so ein bisschen vor dem Hintergrund der Netztopologie, also den verschiedenen Netzebenen. Es gab natürlich schon bisher auch vor der bereits erwähnten Reform, das erneuerbare Ausbaupaket, gab es natürlich auch schon Modelle zur dezentralen Energieversorgung, also die gewöhnlichen Nachbarn etwa, die ganz gewöhnlich ans Stromversorgungsnetz angebunden sind, konnten natürlich auch schon bisher hergehen und auf vertraglicher Basis letztlich sich gegenseitig mit Energie versorgen, mit dem einzigen Vorteil, dass sie vielleicht dann günstiger Strom haben. Aber regulatorisch gab es gewisse Schwierigkeiten. Also wird man dann zum Stromlieferant, zum Energieversorgungsunternehmen. Jedenfalls offene Fragen, Netzentgelte und so weiter, gibt es natürlich keine Erleichterung. Deswegen sind da gewisse gesetzgeberische Maßnahmen erforderlich, um das so ein bisschen da auch Anreize zu schaffen. Eine weitere Möglichkeit, natürlich ebenfalls bereits nach geltendem Recht, sind die sogenannten gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen. Also wenn man in einem Mehrparteienhaus etwa auf die Idee kommt, dass man eine Solaranlage sich aufs Dach setzen möchte und das den Strom dann gemeinsam nutzen möchte, gibt es auch bereits nach geltendem Recht diese Möglichkeit. Wie kommen nun die erwähnten Energiegemeinschaften hier ins Spiel? Da ist die Ausgangssituation erstmal so wie im Ausgangsfall. Also wir haben möglicherweise Nachbarn, die hier Solaranlagen auf dem Dach haben und sich diesen Strom jetzt gegenseitig verkaufen möchten, gemeinsam nutzen möchten. Was hat der Gesetzgeber sich hier nun einfallen lassen? Er hat die Möglichkeit geschaffen, eine Vereinigung mit eigener Rechtspersönlichkeit zu gründen, die sogenannten lokalen erneuerbaren Energiegemeinschaften, also wenn Strom aus erneuerbaren Energiequellen lokal vor Ort auf den niedrigeren Netzebenen erzeugt und dann auch verbraucht wird, dann hat man die Möglichkeit, eine solche lokale erneuerbare Energiegemeinschaft zu gründen. Wir schauen uns auch gleich an, was für Vorteile das dann regulatorisch und auch finanziell bietet. Es gibt auch die Möglichkeit, und kleinere Unternehmen mit einzubeziehen. Es gibt auch die Möglichkeit, auf höhere Netzebenen zurückzugreifen. Also wenn das nicht wirklich im lokalen Nahbereich stattfindet, so eine Gemeinschaft, sondern im eher regionalen Bereich, also wenn man dann bis auf die vierte Netzebene hochgeht, dann spricht man von sogenannten regionalen erneuerbaren Energiegemeinschaften. Es hat kostenmäßig gewisse Unterschiede, aber prinzipiell jedenfalls vergleichbar. Und wenn man größere Unternehmen auch mit ins Boot nehmen möchte und möglicherweise auch in unterschiedlichen Akteure aus unterschiedlichen Verteilernetzen ins Boot holen möchte, dann bleibt noch die Möglichkeit, eine Bürgerenergiegemeinschaft zu gründen, auch das Vereinigungen mit eigener Rechtspersönlichkeit. Das sind sozusagen die beiden wesentlichen Neuheiten im Bereich der Energiegemeinschaften, die Novellierungen aus der letzten Zeit mit sich bringen. Erneuerbare Energiegemeinschaften und Bürgerenergiegemeinschaften. Und die beiden Modelle schauen wir uns jetzt noch kurz im Vergleich an. Anhand welcher Parameter kann man die beiden vergleichen? Zum einen die Rechtsgrundlagen sind unterschiedlich.
Erneuerbare Energiegemeinschaften gehen zurück auf die Richtlinie über erneuerbare Energien, sind im Elektrizitäts-, Wirtschafts- und Organisationsgesetz niedergelegt, außerdem natürlich auch im Erneuerbare-Ausbauen-Gesetz in den Paragraphen 89 und 80. Geregelt. Bürgerenergiegemeinschaften demgegenüber sind nicht im Bereich der erneuerbaren Energierichtlinie. Also da geht es, wie der Name dann auch schon sagt, nicht um erneuerbare Energien im Besonderen, sondern das ist allgemein auf die, Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie zurückzuführen. Auch in diesem ELWOG, Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, niedergelegt. Was die Merkmale und Voraussetzungen für diese beiden Formen der Energiegemeinschaften angeht, das sind beides Vereinigungen mit Rechtspersönlichkeit. Also es wird eine eigene juristische Person. Herr Dr. Völkel wird uns da die zivilrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten noch näher bringen, gegründet. Es ist beides, in beiden Fällen darf der Hauptzweck nicht im finanziellen Gewinn liegen. Also es ist ein bisschen ein Riegel vorgeschoben, dem reinen Gewinnstreben. Beim Kreis möglicher Teilnehmer dort ergeben sich dann erste Differenzierungen. Also die erneuerbaren Energiegemeinschaften sind stärker auf kleinere Akteure auch fixiert, also vor allem kleinere und mittlere Unternehmen, natürliche Personen selbstverständlich. Bei den Bürgerenergiegemeinschaften sind generell sämtliche natürlichen und juristischen Personen und Gebietskörperschaften zugelassen. Einzig die Kontrolle einer Bürgerenergiegemeinschaft ist nur durch mittlere und kleinere Unternehmen möglich, nicht durch mittlere und große Unternehmen. Ja, ansonsten ist es, wie der Name schon sagt, erneuerbare Energiegemeinschaften. Da muss es um die gemeinsame Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen gehen. Eine solche Voraussetzung fehlt natürlich bei den Bürgerenergiegemeinschaften. Das ist schon ein erster wesentlicher Anhaltspunkt dafür, dass die Zwecksetzung dieser beiden Gemeinschaftstypen auch eine andere ist. Ebenfalls anders die erneuerbaren Energiegemeinschaften, da geht es wirklich um lokale Gemeinschaften, also die müssen verbunden sein über ein Niederspannungsnetz im Falle der lokalen Energiegemeinschaften bzw. Mittelspannungsnetz bei den regionalen. Eine solche Vorgabe gibt es bei den Bürgerenergiegemeinschaften auch nicht. Und vollends unterschiedlich sind dann die Vorteile, die sich für beide Modelle der dezentralen Energieversorgung ergeben. Es gibt zwar jeweils regulatorische Erleichterungen, also sozusagen Binnenvorgänge innerhalb der jeweiligen Energiegemeinschaften sind ein wenig, sagen wir mal, regulatorisch entschlankt, um das vielleicht mal untechnisch zu formulieren. In finanzieller Hinsicht allerdings gibt es erhebliche Unterschiede. Die erneuerbaren Energiegemeinschaften, die profitieren zum einen natürlich von einem günstigeren Strom gegenüber dem Marktpreis, vor allem aber auch von einer Reduzierung der Netzkosten bei lokalen erneuerbaren Energiegemeinschaften, die also nur auf der niederen Netzebene operieren. Dort entfallen bis zu 60% der Netzkosten, bei regionalen Energiegemeinschaften immerhin 30%, und es entfällt der erneuerbaren Förderbetrag, also diese Umlage, die ja letztlich auch alle Stromverbraucher tragen müssen. Das entfällt hier. Demgegenüber bei den Bürgerenergiegemeinschaften, dort hat man natürlich möglicherweise günstigeren Strom. Also wenn ich den Strom von meinem Bürgergemeinschaftsgenossen um die Ecke beziehe, dann ist dieser möglicherweise günstiger als der Strom sozusagen vom konventionellen Anbieter. Aber sonstige finanzielle Anreize schafft der regulatorische Rahmen dann nicht. Vor diesem Hintergrund erklärt sich vielleicht, dass diese Unterschiede erklären sich, glaube ich, wirklich sehr gut mit den unterschiedlichen Zwecksetzungen, die hinter diesen beiden Gemeinschaftsformen stehen. Die erneuerbare Energiegemeinschaft, die zielt tatsächlich darauf ab, kollektiv handelnde Eigenversorger im Bereich erneuerbare Elektrizität zu nutzen. Ergibt sich klar auch aus den Erwägungsgründen der Richtlinie. Also da soll tatsächlich die Nutzung, die gemeinschaftliche Nutzung von erneuerbarer Energie vor Ort gefördert werden und Anreize geschaffen werden. Demgegenüber bei der Bürgerenergiegemeinschaft, dort geht es vor allem um die Aktivierung der Verbraucher an der Nutzung, also Erzeugung, Verbrauch, Speicherung und so weiter von Energie. Also ich soll mir überlegen als Verbraucher, wenn mein
Bürgerenergiegemeinschaftspartner um die Ecke gerade Feierabend gemacht hat, keine Energie sozusagen dann auch erzeugt, dann reduziere ich vielleicht meinen Verbrauch. Umgekehrt, wenn er besonders viel verbraucht, wenn er besonders viel Strom erzeugt, dann habe ich möglicherweise einen Speicher im Keller, bei dem ich dann die Energie auch zwischenspeichern kann. Also da soll so ein bisschen die Bürgerenergiegemeinschaft dazu beitragen, dem Versorgungssystem Flexibilität zu verleihen. Auch das ergibt sich aus den Erwägungsgründen der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie. Also es sind durchaus feine, aber doch klare Unterschiede, die hinter diesen Modellen stehen. Und wenn man sich das so anschaut und mal versucht, das Ganze so ein bisschen zu bewerten, man will ja auch immer schöne, klare Thesen, würde ich sagen, konzeptionell sind beide Institute, beide Figuren sicherlich geeignet, die dezentrale und nachhaltige Energieversorgung im Fall der erneuerbaren Energiegemeinschaften zu fördern und auch sicherlich den Verbraucher so ein bisschen zu aktivieren und so auch die Nutzung zu flexibilisieren im Bereich der Bürgerenergiegemeinschaften. Die Voraussetzungen und Anforderungen, die das geltende Recht an die Gründung und die Tätigkeit dieser Gemeinschaftsform stellt, das wurde so ein bisschen oder wird immer noch auch kritisiert, dass das irgendwie zu streng ist, insbesondere. Wir werden es vielleicht auch gleich hören, dass hier erhebliche technische Hürden bestehen. Das ist viel zu kompliziert, jetzt für die Peers sozusagen auf eigene Faust sich hier ihre eigene Energieversorgung zusammenzubasten. Noch dazu auf einer komplexen technologischen Grundlage. Da muss man vielleicht auch mal so ein bisschen die Vorstellungen auf den Boden zurückholen. Also Energiegemeinschaften, das ist kein, ich sag mal, pseudokommunistisches Konstrukt, das völlig auf jegliche Dienstleister, auf jegliche Dritten verzichten kann, sondern natürlich wird man über kurz oder lang immer auf jemanden angewiesen sein, der das System auch pflegt, der das Ganze, die Anlagen auch pflegt. Also das gute alte Energieversorgungsunternehmen wird vielleicht auch in anderer Gestalt, sage ich mal, aber sicherlich nicht völlig von der Bildfläche verschwinden im Rahmen der dezentralen Energieversorgung. Wo ich kritisch wäre, das wäre mit Blick auf die Rechtsfolgen, die sich dann konkret für beide Formen ergeben. Das ist, würde ich differenziert beurteilen. Die erneuerbaren Energiegemeinschaften, da würde ich sagen, da bestehen ausreichende finanzielle Anreize, gerade auch um Dritte ins Boot zu holen und auf vertraglicher Basis so eine Gemeinschaft aufzusetzen. Also dort wird neben der Ersparnis von Stromkosten werden die Netzentgelte reduziert, es werden Förderbeiträge erlassen. Also da bestehen wirklich echte harte Anreize auch, um solche Modelle zu realisieren. Bei den Bürgerenergiegemeinschaften finde ich persönlich sind die Anreize noch relativ sparsam und zurückhaltend. Ich finde, da sollte sich ein Gesetzgeber durchaus überlegen, ob er hier nicht vielleicht doch ein bisschen kraftvoller auch solche Modelle fördert. Etwa wenn ich als Einzelner im Rahmen solcher Modelle Flexibilitätsdienstleistungen erbringe, also gerade den Zweck dieser Bürgerenergiegemeinschaften fördere, dann ist das ja doch etwas, was dem Gesamtsystem zugutekommt, dem gesamten Energieversorgungssystem. Das ist vielleicht schon etwas, was man staatlicherseits auch besonders gutieren und fördern sollte. Da aus meiner Sicht bestehen momentan noch relativ wenige Anreize, das dann tatsächlich auch zu tun. Ja, dann bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen was mitgeben und freue mich auf die beiden weiteren Vorträge. Vielen Dank. Ja, schönen guten Nachmittag auch von meiner Seite. Mein Name ist Kai Siefert, ich bin IT-Stratege in der Wien Energie und spreche heute nicht nur aus dieser Rolle zu Ihnen, sondern auch aus der Rolle eines Product Owners für Produktinnovationen im dezentralen Energiebereich. Wir sind in der glücklichen Lage, dass die Geschäftsführung der Wien Energie uns als Entwicklungsteam sehr, sehr viel Freiheit gibt, bei der technologischen Entwicklung, aber auch bei der Infragestellung von Geschäftsfeldern, die in Zukunft einen Erfolg haben werden in der dezentralen Energiewelt. Und ich möchte Ihnen heute ein bisschen noch über die Hintergründe berichten, die uns zu einem gewissen Produktdesign geführt haben und zur Hinwendung zu Energiegemeinschaften.
einerseits und andererseits dann Ihnen auch ein bisschen berichten, was wir dabei gelernt haben in den einzelnen Experimentierquartieren, die wir hier auch in Wien betreiben und betrieben haben. Einerseits und andererseits aber auch schon mit den ersten Produkten, die wir auf den Markt gebracht haben. Um dann am Ende abzuschließen mit einigen Herausforderungen, mit denen wir nach wie vor konfrontiert sind die natürlich in der Folge immer weiter auch Teil eines erweiterten Diskurses zwischen Wirtschaft, Recht und sicher auch der Forschung sein sollten. Ja, erst nochmal vielen, vielen Dank für die super Grundlage. Professor Gröntge hat dort wirklich sehr plastisch erklärt, wo momentan die Situation ist, was die Energiewende momentan ausmacht, wo der Status momentan ist. Er hat sehr, 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 sehr klar erklärt, was es mit dem Thema Dekarbonisierung auf sich hat, was passieren muss, damit 100% Erneuerbare im Netz inkludiert werden können und integriert werden können. Und dass das natürlich nur über Dezentralisierung geht. Ich möchte mit Ihnen heute natürlich über die Lösung vieler dieser Herausforderungen reden, die wir auch auf der digitalen Seite entwickelt haben, und möchte allerdings auch ganz, ganz wichtig sagen, noch zwei weitere Faktoren erwähnen. Das sind auch zwei zusätzliche Ds, die dann zu den letztendlich 5 Ds führen, die uns auch sehr, sehr stark bewegen in der Entwicklungsarbeit von digitalen Produkten. Das ist einerseits das Thema Demokratisierung. Die Energiewende wird und muss nicht exklusiv gedacht werden, sondern inklusiv gedacht werden. Die Möglichkeiten der neuen Technologien, der neuen Erzeugungstechnologien, zum Beispiel Photovoltaik, aber auch Windkraft, sollten allen Menschen zur Verfügung stehen. Und unsere Gesellschaft fordert das mehr und mehr ein. Gleichzeitig möchte ich auch noch ein fast noch wichtigeres Thema erwähnen. Das ist das 5. D, das Disconnect-Thema. Hier geht es darum, dass der bestehende rechtliche Rahmen im Energiemarkt eigentlich mehr die Autarkie fördert von Prosumern. Ja, wenn man heutzutage in eine PV-Anlage investiert, dann schaut man, dass man so viel wie möglich Eigenverbrauch maximiert. Und das hat negative Folgen für die Volkswirtschaft, weil eben Gewinne privatisiert werden, allerdings die Kosten sozialisiert werden. Und aber auch ganz klar negative Auswirkungen für den Energieversorger, weil wir dann aus Sicht der Wien Energie, das muss man auch ganz klar sagen, natürlich nicht mehr die alleinigen Versorger oder die Produzenten von Strom sind, sondern natürlich viele, viele andere auch. Und deswegen ist es uns ganz, ganz wichtig, dass wir diese Energiewende auch sehr, sehr inklusiv und partizipativ denken und auch mit unseren Produkten dazu beitragen, dass Endkunden sich eben nicht disconnecten, sondern teilnehmen und Lust haben und ein Interesse haben und einen Wert darin sehen, teilzunehmen an einem Energiemarkt. Letztendlich geht es darum, Services zu entwickeln, die relevant sind für die Prosumer und die Energy Communities da draußen, weil nur dann hat man, wie gesagt, nach wie vor ist man ein Teil dieses Marktes, und daraufhin haben wir unsere Produktentwicklungen angespitzt und fokussiert. Ja, die Energiewende ist auch aus unserer Sicht ganz, ganz klar eine Produktwende. Wir haben hier große Unterschiede zwischen dem zentralen und dezentralen Modell. Ich möchte jetzt nicht zu sehr im Detail darauf eingehen. Herr Professor Gröntge hat das sehr, sehr gut schon getan. Nur noch überblicksmäßig die zwei größten Herausforderungen, vor denen wir sicherlich stehen, ist einerseits eine Koordinierungsproblematik. Wenn jetzt auf einmal ein Energiesystem, vor allen Dingen jetzt in der Stromerzeugung, nicht nur von wenigen 100 Anlagen betrieben wird, sondern von vielen Tausend. Und ich habe nochmal die Statistik auch nachgeschaut. Ich glaube, 2019 haben wir bereits die 100.000. PV-Anlage in Österreich durchbrochen. Und es geht eher schneller als langsamer in diese Entwicklung. Wenn man all diese vielen kleinteiligen, volatilen Anlagen in das Netz integrieren möchte, muss das koordiniert werden. Und bestehende Systeme, bestehende IT-Systeme sind dafür nicht geeignet. Das heißt, wir brauchen einen neuen Ansatz. Dementsprechend haben wir uns schon in den vergangenen 3 Jahren sehr, sehr stark
der Lösung zwei dieser Hauptprobleme bei der Koordinierung von dezentralen und verteilten Energiesystemen gewidmet. Sehr intensiv mit unserem Entwicklungspartner Riddle & Code. Wir sind hier gemeinsam groß geworden in den Forschungsprojekten. Einige von Ihnen werden das Peer-to-Peer im Quartier vielleicht kennen. Andere kennen auch den Blockchain-Kühlschrank, den wir mit Bosch ausgearbeitet haben. Und was unser Ziel nach all diesen Forschungsaktivitäten war, ist dann wirklich dann auch bewusst den Schritt in den Markt zu gehen und auch wirklich auf den Kunden zuzugehen, zu sagen, wir haben fertige Produkte für euch. Und wirklich sehr, sehr stark auch dann auf Basis des Kundenfeedbacks hier dezentrale Produkte zu entwickeln. Die zwei Hauptprobleme, die wir eben sehen, um diese Koordination umzusetzen im verteilten Energiesystem, ist einerseits eine gemeinsame Sprache zu finden zwischen den verschiedenen Handelsteilnehmern und alle Handelsteilnehmer wirklich eindeutig identifizieren zu können. Und hier muss man ganz klar sagen, das hat das Feedback auch von unseren Kunden in den letzten zwei Jahren gezeigt. Letztendlich ist bisher die Stromerzeugung oder auch der Stromkonsum ein Thema des Nichtinteresses. So offen muss man sein. Die wenigsten Konsumenten wissen wirklich, wo ihr Strom herkommt und haben ein großes Interesse zu wissen, wo das herkommt. Und hier den Endkunden rauszulocken aus dieser Passivität, ihn im Endeffekt auch zu incentivieren, mitzumachen, das ist wirklich unser Ziel und dafür braucht es eine gemeinsame Sprache und dafür entwickeln wir eben Produkte. Man sieht hier oben rechts, das ist ein Trusted Gateway Device, der an eine PV-Anlage zum Beispiel oder an jegliche andere Energiemaschine angebunden werden kann, um hier eine Maschinenidentität herzustellen, welche dann, wie gesagt, auf einer verteilten Datenstruktur zur Verfügung gestellt wird und die sichere Identifizierung von Energiemaschinen in verteilten Netzwerken zulässt. Und das ist natürlich eher die komplexere Geschichte, die von den Profis im Endeffekt betrieben wird, das heißt von den Energieversorgern. Das ist da, wo wir unsere großen Stärken sehen und was ganz, ganz wichtig ist für uns, um den Kunden wirklich zu mitmachen, zu motivieren, braucht es dann eben eher einfache Frontends, eher einfache Produkte, die Spaß machen, die den Lebenskomfort erhöhen und die auch die Komplexität des Alltags weiter reduzieren können. Und gerade im Leben in der Stadt, in der Teilnahme am städtischen Leben und dafür dann eben entsprechende Applikationen. Ganz, ganz wichtig, was die Kernfunktionen unserer Lösung sind. Und dazu möchte ich noch kurz sagen, wir haben uns jetzt sehr, sehr stark der Entwicklung einer Tokenisierungsplattform verschrieben. Das heißt, wir konzentrieren uns darauf, Energiemaschinen zu tokenisieren, das heißt, in wirklich digitale Anteile zu zerschneiden, die dann wiederum sehr, sehr gut in volldigitalen Prozessen genutzt werden können, was eine sehr, sehr hohe Prozessautomatisierung und Effizienz zulässt. Und andererseits aber auch der Tokenisierung von Energie selbst, das heißt der Produktion, der Speicherung und des Verbrauchs, um wirklich hier eine nahtlose Produktions- und Verbrauchskette herzustellen, um wirklich zu zeigen, dass grüne Produktion zum Beispiel auch lokal produziert und lokal verbraucht worden ist. Eines der Grundpfeiler für die Gründung und für den Betrieb von Energiegemeinschaften nach dem ERG. Die gemeinsame Sprache, die ich eben angesprochen habe, die sehen wir eben umgesetzt in dem sogenannten Herkunftsnachweis. Das ist eben ein Zertifikat einer produzierten Kilowattstunde zum Beispiel, wo man wirklich dann nachvollziehen kann, wem gehört die Anlage, was ist das für ein Typ von einer Anlage, wie viel wurde produziert, zu welchem Zeitpunkt, an welchem Ort und wiederum dasselbe mit dem Verbrauch. Letztendlich ist unsere Perspektive auf diese Art von Produkten eine Perspektive wie auf eine Art Währung. Wir wollen wirklich damit umgehen können, wie mit einer Art Währung. Das schließt sehr, sehr schön den Kreis, den auch Professor Gröntge da geöffnet hat, mit den Parallelen zum Finanzmarkt. Und wir sehen wirklich, dass einfach solche Produkte wie zum Beispiel ein Wallet-System sehr, sehr einfache User-Interfaces und nachvollziehbare User-Interfaces für Endkunden zulassen. Für unsere Tokenisierungsplattform
haben wir uns eine Entwicklung in zwei Phasen entschieden, wo wir sagen, wir versuchen auch jetzt schon, also wir warten nicht erst auf das erneuerbaren Ausbaugesetz, sondern gehen auch jetzt schon einen Schritt zu, um community-artige Produkte zu entwickeln, haben jetzt im Januar 2021 auf Basis unserer Technologie eben schon mal eine Anlage eingebunden. Das ist die Hauptkläranlage Wien, aus der wir dann ein sogenanntes Community-Bürgerinnen-Solarkraftwerk gemacht haben. Mithilfe des Trusted Gateway Devices wird die Stromproduktion tokenisiert und auch die Anlage selbst tokenisiert. Endkunden konnten sich 250 Anteile an dieser Anlage kaufen und bekommen jetzt für die nächsten Jahre Kilowattstunden-Tokens in ihr Wallet ausgeschüttet, in ihr Wallet-System ausgeschüttet auf Basis ihres Anteils an der Anlage. Und damit wollten wir einfach einen Schritt zugehen auf die Endkunden, zu sagen, wir können jeden zum Prosumer machen und eigentlich auch schon ein Netzwerk aufbauen für spätere Energy Community Services für uns. In der weiteren Folge möchten wir jetzt in der zweiten Jahreshälfte eben auch die Nachfrageseite mit einbinden, das heißt nicht nur die Produktionsseite, sondern eben auch die Nachfrageseite. Und das war eigentlich immer das Ziel von uns von Anfang an bei all diesen Erfahrungen, die wir auch im Peer-to-Peer im Quartier gemacht haben, was aber rein rechtlich bislang nicht ging. Ja, und deswegen sind wir sehr, sehr glücklich, dass die österreichische Regierung so einen progressiven Weg eingeschlagen hat. Und ich muss wirklich sagen, nach meinem Kenntnisstand wird damit Österreich auch zum Frontrunner von vielen europäischen Mitgliedstaaten, sicher weiter als viele andere europäische Mitgliedstaaten, was das Thema Subventionierung von lokaler grüner Stromproduktion angeht und vor allen Dingen auch lokalen Verbrauch angeht. Und sind eben sehr, sehr glücklich, dass es jetzt möglich geworden ist und konnten viel, viel schneller so ein Peer-to-Peer-Produkt jetzt umsetzen, als wir das ursprünglich erwartet hatten. Letztendlich bildet das den Abschluss der Phase 1-Entwicklung. Das heißt, wir möchten bis Ende des Jahres auch ein Peer-to-Peer-Energy-Sharing-Produkt vorbereiten, zumindest für den Kleinkundenkreis. Und in weiterer Folge dann in Phase 2 in den nächsten Jahren wirklich neue Use Cases gemeinsam sehr, sehr stark auf Basis gemeinsam mit unseren Kunden und auf Basis des Kundenfeedbacks entwickeln. Das große visionäre Ziel in der Zukunft ist sicher die Echtzeit-Energiewirtschaft. All das, was Professor Gröntge auch schon erwähnt hat, was notwendig ist, um 100% Erneuerbare im System mit einer 100%igen Security of Supply umzusetzen, nämlich eine komplette Flexibilisierung der Nachfrageseite und ein Ausgleich von Angebot und Nachfrage auf lokalen Märkten ist letztendlich das Ziel. Und daraufhin wollen wir und für diese Echtzeit-Energiewirtschaft wollen wir die Infrastruktur bauen. Noch ein kurzes Bild von dem genannten Community-BSKW. Das ist ein bisschen unsere Entwicklungshistorie. Man sieht hier links 2018, wie es einmal angefangen hat mit Peer-to-Peer im Quartier. Dann haben wir eine Machbarkeitsstudie im Juni 2020 durchgeführt mit Riddle & Code gemeinsam. Und der Erfolg dieser Machbarkeitsstudie hat dazu geführt, dass Riddle & Code auch mit uns gemeinsam einen neuen Entwicklungsauftrag auf die Beine gestellt hat, um einfach die eben beschriebene Roadmap zu befüllen. Und das hat auch dazu geführt, dass Riddle & Code ein eigenes Unternehmen gegründet hat, nur für diesen Zweck, nur für digitale Services im Energiebereich. Das nennt sich Riddle & Code Energy. Und das erste Produkt ist, wie gesagt, das Community Bürgerinnen Solarkraftwerk der Wien Energie. Seit Februar mit 70 Kunden auf dem Markt und wie gesagt, kurz vor der weiteren Skalierung. Ja, was haben wir dabei gelernt und wo sind die Herausforderungen? Bei der weiteren Entwicklung für digitale Produkte in dezentralen Energiesystemen. Man muss ganz klar sagen, wir machen hier wirklich Babyschritte. Von dem, wo wir mal hin möchten in der Echtzeit-Energiewirtschaft, haben wir jetzt wirklich ganz, ganz klein angefangen. Wir wollen auch gemeinsam mit dem Kunden nach vorne gehen und hier auch gemeinsam mit dem Kunden lernen und auch mit dem Gesetzgeber lernen, weil ganz klar sind wir hier auch, was die Gesetzgebung und die Regulierung angeht, noch nicht am Ende dessen, was benötigt wird, um 100% Erneuerbare wirklich täglich im System erfolgreich umzusetzen. Was wir für die größten Herausforderungen sehen, sind momentan noch unzureichende Standards. Das heißt,
die klassischen Herkunftsnachweise, die momentan bestehen, sind einfach nicht geeignet für ein präzises lokales Tracking von lokalen und grünen Erzeugungsketten. Das ist einfach zu groß, zu unpräzise. Da wünschen wir uns neue, präzisere Standards. Gleichzeitig sind die bestehenden Prozesse und IT-Systeme für die Anlagenregistrierung nicht geeignet für die Inkludierung von Kleinstanlagen und der Aggregierung von Kleinstanlagen und eben jenen digitalen Prozessen, die benötigt werden, um wirklich Tausende, Hunderttausende Anlagen vielleicht aggregieren zu können, um hier eine ordentliche Regelung im Markt zuzulassen. Auch die Oracle-Problematik ist ein Thema, was wir dann vielleicht später auch in der Panel-Diskussion kurz ansprechen können. Das ist eine Thematik, die natürlich neu auch ist in verteilten Energiesystemen, wo vielleicht nicht mehr der vertrauensvolle Stromlieferant auf dem Vertrag draufsteht. Also man kennt natürlich das Logo von der Wien Energie, man weiß, was dahinter steckt, man weiß, wie sicher Wien Energie in den letzten Jahrzehnten Strom geliefert hat. Aber dasselbe gilt natürlich nicht für meine Nachbarn, von denen ich die wenigsten vielleicht kenne im urbanen Raum. Und um hier wirklich eine ausreichende Anlagenzertifizierung, Identifizierung von all diesen teilnehmenden Maschinen umzusetzen, braucht es wirklich auch neue Identifizierungs- und Zertifizierungsprozesse und auch Regelungen. Gleichzeitig eine weitere Herausforderung, die wir haben, weniger rechtlich bedingt, ist eine fehlende Datenlage für den Kunden, wenn wir wirklich untertags Angebot und Nachfrage ausgleichen möchten, brauchen wir eine präzisere und kleinerteilige Auflösung der Verbrauchsdaten. Die momentanen intelligenten Messgeräte, die in Österreich eingesetzt werden, liefern die erst 24 Stunden im Nachhinein. Das geht deutlich zu wenig, was dazu führt, dass wenn wir wirklich digitale Produkte bauen wollen, immer zusätzliche Hardware-Devices beim Kunden mit anbieten müssen, was natürlich auch zusätzliche Kosten verursacht und sicherlich eine Herausforderung für Business Cases in diesem Bereich angeht. Ja, und zudem, und das ist vielleicht nur am Rande erwähnt, haben wir jetzt, wenn wir uns das gesamte System anschauen zwischen lokalen Energiegemeinschaften und diesen Bürgerenergiegemeinschaften, eine riesige Abrechnungsthematik und eine riesige Herausforderung in Sachen Abrechnungen. Wir haben jetzt nicht mehr nur eine 1:1 Beziehung zwischen Lieferanten und Endkunden, sondern wir haben hier neue Mitspieler, wir haben hier die Energiegemeinschaft selbst, wir haben die einzelnen Teilnehmer der Energiegemeinschaft und auch laut Gesetz, soweit ich das verstanden habe, die Möglichkeit einer Mehrfachteilnahme von Endkunden an einer Energiegemeinschaft und einer Bürgerinnen-Energiegemeinschaft und das abzurechnen. Dafür braucht es neue Produkte. Wir glauben, dass wir mit unseren verteilten Datenstrukturen die ideale Lösung dafür haben. Bin aber gern bereit, das auch in der Folge zu diskutieren. In diesem Sinne vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, hiermit ein bisschen auch eine Diskussionsgrundlage gegeben zu haben für die weiteren Minuten und freue mich sehr auf den weiteren Austausch. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank für die beiden Vorträge. Ich darf jetzt noch ergänzen mit zivilrechtlichen Aspekten der erneuerbaren Energiegemeinschaften. Und in der Vorbereitung dieses Vortrags habe ich mir zunächst einmal die Frage gestellt, was könnte für den Zuseher relevant sein? Und ich möchte vor allem auf drei Punkte eingehen im Rahmen meines Vortrags, nämlich einerseits mögliche Rechtsformen, also wie kann man sich in einer erneuerbaren Energiegemeinschaft eigentlich zusammenschließen? Dann auf das mögliche Handeln, also die Frage, was kann eine erneuerbare Energiegemeinschaft eigentlich alles? Was darf innerhalb der Gemeinschaft ausgeübt werden? Und dann möchte ich auf einige zivilrechtliche Aspekte eingehen. Und ich denke, das, was sich in der Vorbereitung dieses Vortrags für mich persönlich jetzt herauskristallisiert hat, ist, ganz ohne zusätzliche Akteure wird man nicht auskommen. Also wir haben es jetzt schon von den Vorrednern gehört, der Netzbetreiber oder die Energieunternehmen, die werden auch in Zukunft noch eine Rolle spielen, aus mehrerlei Gründen, die ich hoffentlich beleuchten kann. Aber ich denke, nicht nur die Energieunternehmen werden eine Rolle spielen, sondern es wird auch irgendeines Akteurs bedürfen, der
wenn man von den erneuerbaren Energiegemeinschaften spricht, also von den lokalen Energiegemeinschaften, dann wird es einen lokalen Akteur benötigen, der das Angebot arrangiert, der schaut, dass die Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit sich dann die Bürger beteiligen können an dieser erneuerbaren Energiegemeinschaft. Und ich denke, das werden letztlich die Gemeinden sein. Und deswegen möchte ich da auch ein bisschen ein paar Aspekte beleuchten, die für eine Gemeinde relevant sein können, die überlegt, vielleicht Grund und Boden, den sie zur Verfügung hat, zu verwenden im Rahmen solcher Energiegemeinschaften oder die für ihre Gemeindemitglieder, für ihre Bürger eine Energiegemeinschaft aufbauen möchte. Und damit können wir uns auch schon den möglichen Rechtsformen widmen. Ein Punkt, den wir vorher gehört haben, oder eine Kritik, die wir vorher gehört haben, war, dass der regulatorische Rahmen, obwohl er jetzt sozusagen erleichtert wird, immer noch relativ ein enges Korsett vorschreibt. Und ich muss sagen, jetzt ich sehe das eigentlich ganz anders. Also ich sehe einerseits, dass sowohl die Art des Zusammenschlusses sehr offen geregelt ist, einerseits, aber auch die Art und Weise, wie die Beziehung zwischen der erneuerbaren Energiegemeinschaft mit ihren Mitgliedern geregelt ist, dass auch das sehr, sehr viel Gestaltungsspielraum zulässt. Und das sehen wir zunächst einmal, wenn wir uns die möglichen Rechtsformen für so eine Energiegemeinschaft anschauen. Das kann beispielsweise sein ein Verein, und da sage ich gleich dazu, in der Praxis ist meines Erachtens der Verein wohl die interessanteste Rechtsform. Einerseits kann sie eine Träger von Rechten und Pflichten sein. Sie ist schon per se nicht auf Gewinn gerichtet, entspricht also den Vorgaben, die für erneuerbare Energiegemeinschaften gelten. Und ich kann auch die Mitglieder dieses Vereins beschränken, außer bei Malversationen, da gibt es dann Haftungsregelungen. Aber ich denke, von diesem Aspekt her sind die Vereine eigentlich das ideale Institut, um erneuerbare Energiegemeinschaften umzusetzen. Wir sind aber nicht beschränkt auf Vereine. Es könnte genauso gut eine Genossenschaft beispielsweise eine solche erneuerbare Energiegemeinschaft gründen. Achtung, Genossenschaften müssen Mitglied im Revisionsverband sein. Das ist mit etwas Aufwand verbunden. Bei Vereinen geht eine Gründung deutlich rascher. Jede Form der Gesellschaften, die wir in Österreich kennen, kann eine erneuerbare Energiegemeinschaft sein. Personen- und Kapitalgesellschaften. Einzige Voraussetzung ist eben, dass sie nicht den Gewinn als Hauptzweck verfolgen darf. Und das Gesetz stellt auch klar, ähnliche Rechtsvereinigungen sind ebenfalls mögliche Rechtsträger bei Energiegemeinschaften. Andererseits, also das ist sozusagen das Rechtskleid, in dem man sich vergemeinschaften kann, das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist die Frage, wer kann denn jetzt Mitglied solcher Vereinigungen sein? Der Professor Krönke hat es bereits erwähnt, ich möchte es nur noch einmal in Ihre Erinnerung rufen, das ist einerseits jede natürliche Person, also einfach jede Person, und aber auch Gemeinden oder andere Rechtsträger öffentlichen Rechts, die wurden explizit genannt, und genauso kleine und mittlere Unternehmen, das heißt, das große Unternehmen darf nicht Mitglied sein in einer erneuerbaren Energiegemeinschaft, kleine Unternehmen aber schon. Und ich denke, das zeigt sehr deutlich oder das zeigt sehr schön den Anwendungsbereich, gerade auf Gemeindeebene. Die Gemeinde selbst kann Mitglied sein, kann Funktionen darin ausüben in der erneuerbaren Energiegemeinschaft, aber auch beispielsweise die kleinen ansässigen Unternehmen in der Gemeinde und jeder Bürger in der Gemeinde kann im Rahmen einer solchen Energiegemeinschaft mitwirken. Und jetzt stellt sich natürlich sofort die Frage, was kann eine erneuerbare Energiegemeinschaft denn eigentlich alles machen? Und das Gesetz nennt hier gewisse Einschränkungen, kann man vielleicht sagen, oder gewisse Handlungsalternativen. Die erneuerbare Energiegemeinschaft darf zunächst einmal Energie aus erneuerbaren Quellen erzeugen. Vielleicht auch als kleine Anmerkung, es ist eigentlich kaum vorstellbar, dass eine natürliche Person Energie aus nicht erneuerbaren Quellen erzeugt. Da müsste man beispielsweise seinen Verbrennungsmotor aus dem Auto an einen Generator anschließen. Das käme wahrscheinlich teurer, als wenn man den Strom aus dem Netz bezieht. Also Energie aus erneuerbaren Quellen darf erzeugt werden im Rahmen der Energiegemeinschaft. Es darf die erzeugte Energie auch verbraucht werden. Die erneuerbare Energiegemeinschaft darf die Energie, die sie erzeugt, auch speichern und sie darf sie verkaufen.
am Markt an Dritte. Und zu diesem Zweck, also zum Verkauf, kann sie auch Aggregierungsdienstleistungen und andere Dienstleistungen, Energiedienstleistungen erbringen. Was jetzt aber explizit nicht genannt ist, wäre der Ankauf von fremd erzeugter Energie. Und zwar selbst wenn es sich dabei um Energie aus erneuerbaren Quellen handeln würde. Das ist sozusagen der Rahmen, den jetzt das Gesetz einmal absteckt. Diese Handlungsalternativen können im Rahmen der EEG umgesetzt werden. Und dann würde ich gleich gerne beginnen, mit Ihnen ein Beispiel durchzuspielen. Also stellen wir uns vor, wir sind im Jahr 2022, das Gesetz ist in Kraft, die technischen Rahmenbedingungen sind vielleicht auch schon geschaffen. Wie könnte jetzt beispielsweise eine Gemeinde so einen eine erneuerbare Energiegemeinschaft umsetzen? Ich würde da gerne mit der Rechtsform des Vereins arbeiten. Da kann Mitglied des Vereins kann eben sein, auch eine natürliche Person, die Gemeinde selbst, auch die Unternehmen innerhalb der Gemeinde könnten Mitglieder des Vereins sein. Und die Schritte, um so einen Verein zu gründen, sind eigentlich relativ einfach. Es gibt Vereinsfreiheit, ist ein Grundrecht, also es ist ein sehr einfacher Prozess in Wahrheit. Im Wesentlichen benötigt man Vereinsstatuten. Da gibt es einen gewissen Mindestinhalt. Es ist zum Beispiel zu regeln, wie der Verein nach außen hin vertreten wird. Es ist zu regeln, wie die Willensbildung innerhalb des Vereins erfolgen soll. Und vielleicht als kleine Anmerkung, die Willensbildung muss nicht zwingend immer durch alle Vereinsmitglieder erfolgen. Man kann auch Delegiertenversammlungen einrichten, die dann die Willensbildung nur eines bestimmten Kreises ermöglichen. Und nachdem diese Statuten aufgesetzt wurden, die Gründungsversammlung abgehalten wurde, ist der einzig weitere Schritt die Anzeige der Vereinseinrichtung beim Vereinsregister. Diese Anzeige kann dann untersagt werden, aber normalerweise geschieht das nicht, wenn kein gesetzwidriger Zweck vorliegt, und damit ist der Verein wirksam entstanden. Und ich würde da ganz gerne ein kleines Beispiel mit Ihnen auf der rechten Seite sehen. Sie ist unsere Energiegemeinschaft, die jetzt einmal aus 4 Teilnehmern besteht, A, B, C und G, und die möchte ich ganz gerne etwas mehr im Detail beleuchten. Stellen Sie sich vor, in unserer kleinen Energiegemeinschaft haben wir 4 Teilnehmer. Wir haben einerseits eine Person, die eine kleine Wasserkraftanlage betreibt, und zwar auf ihrem eigenen Grundstück. Schon seit Jahrzehnten, ist vielleicht nicht mehr unter dem geförderten Tarif und überlegt jetzt, diese Wasseranlage oder der Strom, der aus der Wasseranlage erzeugt wird, der kleinen Energiegemeinschaft zu widmen. Daneben haben wir vielleicht die Person B, die auf ihrem Dach ein paar Solarpaneele angebracht hat und auf diese Weise ein wenig Energie erzeugt. Dann stellen Sie sich vor, dann gibt es vielleicht noch den wohlhabenden Bürger, der keinen erneuerbaren Strom erzeugt bisher, aber der Geld zur Verfügung hat. Kann der vielleicht auch eine Rolle spielen im Rahmen dieser erneuerbaren Energiegemeinschaft? Und zuletzt sehen wir hier die Gemeinde, abgekürzt mit G, die vielleicht über Grund verfügt. Kann auch Grund ein Beitrag sein im Rahmen einer erneuerbaren Energiegemeinschaft. Und die Fragen, oder wie soll ich sagen, das Beispiel zeigt, je nachdem, was ich an Mitteln zur Verfügung habe, kann die Interessenslage sehr unterschiedlich sein. Habe ich vielleicht eine Anlage zur Energieerzeugung, dann sind meine Interessen vielleicht anders gelagert, als wenn ich über so eine Anlage selbst noch nicht verfüge, mich vielleicht erst eindecken muss im Rahmen meiner Mitgliedschaft. Muss oder möchte das Mitglied selbst Energie erzeugen, ist eine relevante Frage, die man sich stellen muss. Dann, wie erfolgt eigentlich im Rahmen dieser Gemeinschaft die Überlassung von bestehenden Anlagen? Das ist ein Punkt, den man regeln muss. In wessen Eigentum stehen die Anlagen? Wie wird beispielsweise die Überlassung von einfach nur Grund abgegolten, wenn das ein valider Beitrag sein könnte? Wie werden diese unterschiedlichen Beiträge gewichtet? Also wie gewichte ich den Beitrag von Strom mit meinem eigenen Gerät, beispielsweise mit der Überlassung einer gesamten Anlage? Also wie werden die Beiträge der neuen Mitglieder, die dann in das bestehende System eintreten, bemessen? Und hier möchte ich einfach nochmal kurz einwerfen, dass zumindest aus zivilrechtlicher Perspektive
die gesetzlichen Bestimmungen ein relativ breites Handlungs- und Aktionsfeld ermöglichen. Also die Vereinbarungen, die getroffen werden können, die zivilrechtlichen, sehen sehr wenige Einschränkungen vor. Deswegen sind das alles Fragen, über die man sich Gedanken machen muss und im Rahmen derer man dann zu einem Ergebnis gelangen muss. Und jetzt ist die Frage, na gut, welche Rahmenbedingungen sind interessant, um diese Fragen, die wir vorher aufgeworfen haben, zu erörtern? Ich glaube, dass einer der wichtigsten Punkte, die man sich vor Augen führen muss, ist, die Energiegemeinschaft ist nicht gleich ihre Mitglieder. Das ist ganz klar im Gesetz festgelegt. Die Energiegemeinschaft selbst hat Rechtspersönlichkeit und damit ist einerseits sie, kann sie Träger von Rechten und Pflichten sein und von Eigentum, beispielsweise an Anlagen. Aber auch ihre Mitglieder sind Träger von Rechten und Pflichten und es wird irgendeine Art von Vereinbarung zwischen den Mitgliedern mit der Gemeinschaft geben müssen. Und auch ein wichtiger Punkt, die EEG darf Energie zwar erzeugen, was bedeutet, dass die Erzeugung der Energie durch die Mitglieder nicht per se ausgeschlossen ist. Also wir brauchen nicht unbedingt die Überlassung der Erzeugungsanlagen an die Gemeinschaft, sondern es ginge auch eine Erzeugung durch die Mitglieder selbst und Ankauf von den Mitgliedern. Lässt sich jedenfalls auf Basis der Gesetze argumentieren. Was aber relevant ist, ist eben, die Energiegemeinschaft darf nur die eigens erzeugte Energie verbrauchen. Und damit sehen wir auch, der Energielieferant wird nicht komplett aus dem Bild verschwinden, weil jedes Mitglied wird trotzdem eine Art von Backup-Energielieferanten brauchen, denn die Versorgung oder der Ankauf von der Energiegemeinschaft von einem anderen Energielieferanten ist jetzt zumindest nach den gegenwärtigen gesetzlichen Bestimmungen keine Möglichkeit. Wir haben aber, wie gesagt, einen sehr breiten Gestaltungsspielraum in zivilrechtlicher Hinsicht. Es gibt eigentlich keine Einschränkungen zu Regelungen, wie Eigentum an den Betriebsmitteln verteilt sein muss. Es gibt keine Regelungen zu Anforderungen an die Mitglieder. Es gibt eigentlich keine Regelung, wie Beträge der einzelnen Mitglieder abzugelten sind. Das heißt, da lassen sich sehr viele unterschiedliche Modelle entwickeln. Da lässt sich beispielsweise das Modell entwickeln, Ich greife vor, welche Modelle es gibt, besprechen wir jetzt in Kürze. Also meine wesentliche Message, sehr weiter zivilrechtlicher Gestaltungsspielraum. Genau, ich springe jetzt nochmal eine Folie zurück oder zwei Folien zurück. Wir sehen also hier die Energiegemeinschaft und ich möchte nochmal in Erinnerung rufen, wir haben jetzt vier Beteiligte. Wir haben das Wasserkraftwerk, wir haben das die Solarpaneele, jemand, der nur Geld zur Verfügung hat und eine Gemeinde, die vielleicht Grund und Boden zur Verfügung stellen will. Und jetzt springe ich vor, wo wir uns die Interessen unseres A ansehen, der ein Wasserkraftwerk vielleicht betreibt. Wie möchte man den an Bord holen? Möchte man mit ihm vielleicht einen Bezugsvertrag abschließen, sodass dann A nur die erneuerbare Energie liefert an die Gemeinschaft? Möchte die Energiegemeinschaft vielleicht die Anlage pachten? Oder möchte die Energiegemeinschaft vielleicht die Anlage kaufen? Das sind alles valide Optionen, die je nachdem, wie die Interessenlage der jeweiligen Mitglieder ausgestaltet ist, durchaus parallel zulässig sein können. Das Gleiche gilt auch für den B, der die Solaranlage auf dem Dach hat. Wenn wir uns den C anschauen, dessen Interessen sind wieder etwas anders gelagert, der investiert Geld und möglicherweise erwirbt damit die Energiegemeinschaft Grund und Boden, baut eigene Anlagen auf. Dessen Beitrag ist durchaus valide, sein Beitrag sieht aber anders aus als durch die anderen Mitglieder. Wenn wir uns anschauen, die Gemeinde, wie sind deren Interessen, wenn sie beispielsweise Grund und Boden zur Verfügung stellen möchte? Erneut, die zivilrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten sind mannigfaltig. Verpachtung wäre zulässig, Verkauf wäre eine mögliche Alternative. Gemeinsam mit der Regelung, wie bestehende Anlagen zu erneuern sind oder abzubauen sind nach einer gewissen Lebensdauer. Und ich hoffe, was jetzt mein Beitrag gezeigt hat, ist, der Gestaltungsspielraum ist sehr groß. Es sind unterschiedliche Modelle vorstellbar, je nachdem, welche Interessenslagen in einer Gemeinde beispielsweise vorherrschen. Die beste Lösung ist jeweils abhängig von der Frage, wie viele Anlagen gibt es bereits? Gibt es viele Unternehmer oder viele Bürger, die bereits beispielsweise Solaranlagen auf den Dächern angebracht haben? Wie finanzkräftig sind die Mitglieder in der Gemeinde oder in der Gemeinschaft? Und ja, wie liegen die Interessen? Möchte man eher sagen können, man ist Eigentümer des Kraftwerks oder möchte man eher sagen können, man leistet nur einen finanziellen Beitrag?
auf die vielen mannigfaltigen zivilrechtlichen weiteren Fragen, die sich dann stellen, nämlich insbesondere beispielsweise Gewährleistungsverpflichtungen eines Mitglieds gegenüber der Gemeinschaft oder haftungsrechtliche Fragen, wenn es dann zu einem verursachten Schaden kommt, kann ich an dieser Stelle nur hinweisen, möchte ich aber ausklammern. Ich denke, für unsere Diskussion hoffe ich, ein wenig Stoff geleistet zu haben. Und damit darf ich mich bedanken und vor allem auch schon überleiten an unsere Diskussion, auf die ich mich jetzt sehr freue. Herzlichen Dank, Herr Krönke, Herr Siefert und Herr Völkel. Ich habe in der letzten Stunde unglaublich viel zu dem Thema gelernt, aber es haben sich noch mehr Fragen eigentlich eröffnet, aufgrund der Komplexität und auch der Vielfältigkeit dieses Themas. Herr Völkel hat am Ende seines Vortrages ja eigentlich darauf hingewiesen, dass sehr, sehr viele Modelle möglich sind bei diesen Energiegemeinschaften. Sie, Herr Krönke, haben ja eigentlich von zwei Modellen gesprochen. Sie haben von diesem von der Energiegemeinschaft gesprochen und dann von der Bürgerenergiegemeinschaft und haben eigentlich gemeint, diese erneuerbare Energiegemeinschaft, die EEG, die wird funktionieren zu den jetzigen Bedingungen. Diese Bürgerenergiegemeinschaft, naja, da klemmt es noch. Das ist noch nicht ganz das, was funktionieren wird. Zwei Fragen. Erstens einmal, ist es auch gesetzlich so? Sind das zwei verschiedene gesetzliche Modelle oder werden die sich einfach nur aus der Praxis, aus den Möglichkeiten ergeben? Und warum glauben Sie, dass wirklich das eine Modell wahrscheinlich startklar ist und das andere noch wohl aufgebessert werden muss? Ja, zwei berechtigte Fragen. Also in der Tat, es sind zwei sozusagen gesetzlich, energiewirtschaftsrechtlich vorgezeichnete Modelle, die der Gesetzgeber jedenfalls gegeben hat, gewissermaßen die rechtliche Infrastruktur, die regulatorische Infrastruktur, die der Gesetzgeber da gegeben hat. Natürlich und zu unterscheiden von der zivilrechtlichen Infrastruktur, da hatte Herr Völkel ja tatsächlich uns die ganze Vielfalt auch der Gestaltungsmöglichkeiten gezeigt. Also das ist letztlich keine auch zivilrechtliche Frage, sondern aus regulatorischer Sicht sind das zwei vom Gesetz dann bereitgestellte Modelle im Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz. Soll das gleich nach den gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen verankert werden? Und warum ich glaube, dass die erneuerbaren Energiegemeinschaften aus meiner Sicht gute Startbedingungen haben, die Bürgerenergiegemeinschaften vielleicht keinen fliegenden Start, liegt weniger an den sozusagen Hindernissen und Knüppeln, die der Gesetzgeber hier der Praxis in den Weg wirft, sondern eher an der fehlenden Unterstützung, die er ihnen zugibt. Ich meine, Recht kann nicht nur Hindernisse bereiten, sondern natürlich auch ermöglichen. Und aus meiner Sicht ermöglicht der Gesetzgeber im Bereich der erneuerbaren Energiegemeinschaften recht viel. Insbesondere setzt er finanzielle Anreize. Bei der Bürgerenergiegemeinschaft aus meiner Sicht bleibt er noch ein bisschen hinter dem zurück, was er könnte. Insbesondere finde ich das persönlich misslich, weil auch die Bürgerenergiegemeinschaft mit Blick auf ihre Zwecksetzung, Bereitstellung von Flexibilität, Aktivierung auch der Verbraucher ja tatsächlich auch netzdienliche Funktionen einnimmt. Und da würde mich die Meinung, auch praktische Einschätzung interessieren. Wie ist das? Hat man da schon ein Gefühl dafür? Wer könnte sich dafür interessieren? Ich höre mal gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen, da gibt es so irgendwie 390 zum Beispiel, glaube ich, österreichweit. Gibt es da schon ähnliche sozusagen Zahlenvorstellungen aus der Praxis, wie die erneuerbaren Energiegemeinschaften und die Bürgerenergiegemeinschaften da sozusagen aufgegriffen werden? Aber nochmal zur Klärung. Der Unterschied ist eigentlich, bei den erneuerbaren Energiegemeinschaften sind auch Stromversorger beteiligt. Also ein Unternehmen, dessen Geschäft das ist, und bei den Bürgerenergiegemeinschaften wäre das nicht der Fall. Da wäre nur die Gemeinde mit einzelnen Personen oder halt Körperschaften, die halt in dem
die da drinnen also Interessen in der haben. Also in der erneuerbaren Energiegemeinschaft ist es möglich, dass auch lokale Stromerzeuger mit dabei sein können. Der Gesetzgeber überlegt da insbesondere Photovoltaikprojekte, Windparks möglicherweise da zuzulassen. Also das ist durchaus sozusagen im Sinne des gesetzlichen Erfinders. Der Teilnehmerkreis bei den Bürgerenergiegemeinschaften ist weiter gefasst. Also da ist keine Einschränkung auf kleine Unternehmen. Da können noch viel mehr teilnehmen. Da ist der Teilnehmerkreis großzügiger, also auch mit Blick auf die, ich sag mal, die Lokalität ist man dort eben nicht begrenzt auf ein Verteilernetz, sondern das ist auch verteilernetzübergreifend möglich. Die Bürgerenergiegemeinschaft, also da ist man ein bisschen großzügiger sozusagen, hat man, da können praktisch natürlich auch mehr Fälle dann darunter. Großzügiger, flexibler, aber auch weniger Unterstützungsmechanismen und Instrumente im Augenblick. Wo ist das Interesse auch von Energieversorgern, sich dort von lokalen solchen Energieversorgern, und wen kann man sich da vorstellen? Wer würde hier sich auf welche Weise beteiligen? Ja, unser Interesse oder das generelle Interesse, glaube ich, den Platzhirschen geht dahin, dass man alle Stärken und Erfahrungen, die man über die letzten Jahrzehnte einfach aufgebaut und auch bewiesen hat, nach wie vor einsetzen kann für wertvolle Produkte. Das heißt, man möchte relevant bleiben. Ja. Und die Frage ist natürlich, wie bietet man das an und wem bietet man das an? Und da sind momentan einfach viel mehr Fragen als Antworten. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, einfach mit dieser Hinwendung zu einer gemeinsamen Sprache und zu so einer Maschinenidentität, zu einem Tokenisierungsnetzwerk, ein digitales Ökosystem aufzubauen, wo viele teilnehmen können, nicht nur Energiegemeinschaften, sondern auch andere Dienstleistungspartner, die gewisse Dienstleistungen geben können, zum Beispiel Quartiersoptimierung, die dann zum Beispiel Angebot und Nachfrage mit mathematischen Algorithmen schon auch besser optimieren können, oder zum Beispiel auch Energieversorger, die vielleicht eine Anlage mitbetreiben können oder die Services bieten können, diese Anlage zu betreiben, die Anlage zu planen, vielleicht eine Energiegemeinschaft zu planen und so weiter und so fort. Aber ist da der Gedanke dann eigentlich, dass dann auch jeder einzelne Einfamilienhausbesitzer, der halt ein paar Solarpaneele auf dem Dach hat, da auch dann mitmacht und wirklich das ein wirkliches Bürgermodell oder Bürgerinnenmodell wird? Oder geht es hier doch auch um größere Spieler, die sich eher vertreten können? Ja, ich denke, das ist wirklich letztendlich eine Frage, was wir daraus machen. Und es gibt hier sicherlich verschiedene Interessenslagen. Wir haben ganz, ganz klar den Auftrag, für unsere Kunden das Maximale rauszuholen, was von all den Möglichkeiten, die jetzt dieser neue rechtliche Rahmen eben bietet. Ja. Und letztendlich, und das ist vielleicht nochmal das eine, man muss vielleicht in zweierlei Hinsicht das betrachten, einerseits das Potenzial, und da lässt das Gesetz sicher vieles zu, und das, was momentan möglich ist und was wir auch im Markt schon sehen. Vielleicht nur nochmal auf die, weil das ist schon ein Unterschied, auf die Bürgerinnen-Energiegemeinschaften bezogen. Sowas Ähnliches, solche Bürgerinnen-Energiegemeinschaftsartige Produkte gibt es ja bereits. Wenn man jetzt einen Bilanzkreis zum Beispiel gemeinsam gründet, kann man schon gemeinschaftlich Energie austauschen. Und dann kann man sich anschauen, wie viele machen das in Österreich. Und da gibt es sicher eine Handvoll oder vielleicht auch ein bisschen mehr Gemeinschaften selbst, die sich diesen Zweck gewidmet haben, aus verschiedensten Gründen. Es muss immer irgendeinen Wert haben, sei es jetzt, weil einfach Grund und Boden einfach sehr gut zur Verfügung stand oder weil einfach eine sehr, sehr gute Ressourcenverfügbarkeit da ist, zum Beispiel Wasserkraftwerke oder Wind, oder vielleicht auch familiäre Beziehungen, dass meine Oma in Vorarlberg ein riesen Gartenhaus hat und da scheint voll die Sonne drauf und die möchte einfach gern ihrem Enkel in Wien auch etwas von diesem produzierten Strom irgendwie mitschenken. Ja? Und
Wenn wir uns das anschauen, ist es eher begrenzt, die momentane Lage, und ich komme dann gleich zum Schluss. Das heißt, diese Möglichkeiten nutzen wenige momentan eher. Das sehen wir auch, wenn sich da nichts tut an Sachen Angebot von digitalen Produkten auch, dann wird sich das nicht sehr viel ändern, unseres Erachtens. Ich glaube, die Frage ist wirklich, und deswegen habe ich gesagt, was wir daraus machen, wenn wir den Kunden mitnehmen wollen, oder wir müssen den Kunden mitnehmen mit attraktivem Angebot, mit relevanten Produkten, die dann einfach ihnen die Möglichkeit geben, den Wert, den so eine Anlage schöpfen kann, einfach fair aufzuteilen und das mitzunutzen. Ich kann dann auch in der Folge, in der weiteren Diskussion, gerne ein paar Beispiele nennen von möglichen Produkten, wie das umsetzbar wäre, was vielleicht attraktiv ist, aber das ist jetzt mal meine Hauptaussage. Als Sie gerade vorher die Oma in Vorarlberg und den Enkel in Wien erwähnt haben, ist das auch zu erwarten, dass so wirklich geografisch weit verteilte Teilnehmer sich da zusammenschließen werden? Oder wird man doch nicht eher damit rechnen, dass es eher auf einer lokalen Ebene Gemeinde und vielleicht Nachbargemeinde und sich eher regional und lokal abspielt? Es kommt auf den Wert an, den das hat für die Teilnehmer. Ich denke, wenn der Strom zum Beispiel gratis ist, also die Oma verschenkt den Strom, dann könnte das vielleicht, ich habe es noch nicht durchgerechnet, unter Berücksichtigung aller Netzgebühren, die damit natürlich anfallen, das tun sie ja bei einer Bürgerinnen-Energiegemeinschaft, durchaus noch eine gewisse Attraktivität für den Studenten hier haben. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist auch, was macht der Gesetzgeber in Zukunft? Was brauchst du, wo brauchst du Flexibilitäten? Wo willst du auch ein bisschen den Netzausbau ein bisschen steuern und wo willst du hingehen? Und da geht es dann sehr, sehr viel darum, wo liegen Potenziale, Erzeugungspotenziale, wo es zum Beispiel in Sachen PV-Anlagen, wo sind die besten Strahlungswerte, die Strahlungsintensitäten, wo es vielleicht das beste Windpotenzial und so weiter und so fort. Und wenn das dann subventioniert wird, könnte man auch denken, dass das dann vielleicht auch wiederum in solche Energiegemeinschaften mit im Endeffekt dann gehandelt werden könnte, ja, in den Verbrauchszentren, wo es gebraucht wird. Herr Völkel, wenn das sehr unterschiedliche Teilnehmer sind, einzelne Bürger, vielleicht kleiner, jemand, wie gesagt, der Wohlhabende, der ein bisschen Geld hergibt, die Gemeinde oder auch ein Stromunternehmen, das vielleicht gar nicht so klein ist, das weiß ich auch nicht genau, wo da die Grenze ist, ob die genau schon so definiert ist, da entstehen ja auch Ungleichgewichte. Also dann können ja genauso der Moment kommen, wo dann die Bürgerinnen und Bürger sagen, Moment einmal, da kennen wir uns nicht aus und wir werden vielleicht hier übervorteilt. Wie geht das jetzige Gesetz mit dem Ungleichgewicht um oder welche Möglichkeiten wird es geben, da einen Ausgleich zu schaffen? Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Wenn ich nämlich jetzt auch noch ein bisschen im Zivilrecht bleiben darf, in Wahrheit schließen sich bei den, oder ist zumindest vorstellbar, dass sich dann bei diesen erneuerbaren Energiegemeinschaften Verbraucher zusammenschließen mit Unternehmern. Es wird dann schon eine schwierige Abgrenzungsfrage werden, ab welchem Zeitpunkt dann die Person, die ein Solarpanel betreibt, möglicherweise schon als Unternehmer gilt und dann vielleicht nicht mehr in den Schutz der Konsumentenschutzbestimmungen kommt und welcher Teilnehmer an dieser Energiegemeinschaft möglicherweise dann noch als Konsument gilt. Also ich glaube, das wollte ich jetzt nochmal aufzeigen, wird wohl auch eine schwierige zivilrechtliche Frage sein, die es zu lösen gilt. Die Abrechnungsthematik ist auch eine sehr gute Frage. Ich würde nur sehr, sehr gerne an dieser Stelle, nämlich weil es mich einfach brennend interessiert, die Frage in eine etwas andere Richtung drehen und vielleicht noch ganz kurz an Sie richten, wenn ich darf. Nämlich ich verstehe immer sehr gerne, wie Dinge funktionieren. Und ich kann mir jetzt auch gut vorstellen, wie Strom eingespeist wird in das Netz. Und ich kann mir auch gut vorstellen, wie jetzt die Beziehung funktioniert zwischen einem Haushalt und einem Energielieferanten, der Energie einspeist in das Netz und dann die Energie gutgeschrieben bekommt oder beziehungsweise abgerechnet bekommt von seinem vom Energieunternehmen, der Partner ist. Das verstehe ich, das ist relativ klar für mich. Wo ich mir jetzt ein bisschen schwer tue, und das hängt mit der Frage zusammen, deswegen stelle ich die Frage jetzt, bitte. Wo ich mir ein bisschen schwer tue, ist die Frage, na gut, ich speise jetzt einerseits Energie in das Netz ein, diese Energie soll dann aber nicht dem Energieunternehmen zugerechnet werden, das das Netz betreibt, sondern letztlich möglicherweise in die Energiegemeinschaft fließen und in einen Speicher der Energiegemeinschaft. Das heißt, ich brauche irgendeine Art von Kommunikation zwischen, sagen wir, einem Speichergerät und einem Person, die das Speicher
Gerät betreibt und der Person, die die Solaranlage beispielsweise betreibt. Und da stellt sich mir die Frage, wie funktioniert diese Kommunikation, dass jetzt das Speichergerät weiß, aha, mein Produzent in der Energiegemeinschaft produziert und ich beziehe, weil es läuft ja alles über dasselbe Netz. Das heißt, ich muss jetzt etwas mehr Strom aus dem Netz herausnehmen, um auszugleichen die Stromeinspeisung durch das Solarpanel beispielsweise. Können Sie da was dazu sagen, wie das in der Praxis? Sehr gerne. Ich hatte es kurz erwähnt auch. Als eine der Herausforderungen die Datenlage, die Verfügbarkeit von Daten. Der Herkunftsnachweis war das, oder? Was Sie gemeint haben? Ja, auch. Ja. Mhm. Das ist das eine, aber auch die zeitliche Verfügbarkeit von Daten, von Verbrauchs- und Produktionsdaten. Wir gehen jetzt mal vom Basismodell aus, ohne zusätzliche Intelligenz, die von digitalen Services käme. Ja, also so wie jetzt dann das ERG umgesetzt würde, gibt es nach wie vor natürlich die Abrechnungshoheit oder auch Basis der Netzdaten. Ja, das heißt, du hast die Verteilnetzbetreiber, in Wien ist zum Beispiel die Wiener Netze, die haben und sind auch, glaube ich, aufgefordert, für jede Energiegemeinschaft und jeden Teilnehmer innerhalb der Energiegemeinschaft intelligente Messgeräte zur Verfügung zu stellen und diese eben einzubauen im Haushalt. Letztendlich würde das so laufen, wenn wir bei Ihrem gerade erwähnten Beispiel bleiben, dass einfach nur im Nachhinein historisch nachvollzogen wird, was ist zu welchem Zeitpunkt passiert. Ja? Mit dem Speicher wird es ein bisschen kompliziert, aber ich sage mal, wir haben einen Produktionszeitpunkt, das ist jetzt gerade 12 Uhr mittags, es scheint sehr, sehr viel Sonne, wir haben eine sehr, sehr gute Produktion, wir haben vielleicht wenige Menschen zu Hause, wir haben Post-Corona, viele Leute sind schon wieder unterwegs oder sind vielleicht in ihrer Arbeitsstelle, das heißt, wir haben eigentlich einen Überschuss, ja? Das müsste dann über einen Einspeisevertrag eigentlich rausgegeben werden aus der Energiegemeinschaft, das möchte die Energiegemeinschaft nicht, weil sie möchte natürlich den Eigenkonsum, den Eigenverbrauch erhöhen und speichert das ein. Das kann man nur. Also das müsste auf Verdacht passieren, jetzt im jetzigen Modell, in dem Basismodell. Und danach würde historisch nachvollzogen werden, was hat wann wie wo stattgefunden. Das auf Basis dessen wird dann abgerechnet. Ja. Man kann natürlich jetzt, es gibt mehrere Stufen, das Sophistication oder das Reifegrad ist, wie man das verbessern kann. Es gibt sogenannte natürlich Standard-Lastprofile, verbrauchsseitig, die man schon hernehmen kann, um wahrscheinlich drauf, so Prognosen zu machen innerhalb der Energiegemeinschaft, wer jetzt gerade wie viel verbraucht, ja? Und dementsprechend dann auch den Speicher mit zu steuern. Und man kann das natürlich auch produktionsseitig machen mit Wettervorhersagen und so weiter. Eine weitere Möglichkeit, die werden auch noch besser vom Reifegrad, das ist das, was wir eigentlich wollen mit unseren Produkten, ist fast in Echtzeit zu sagen oder sogar auch noch in die Prognose direkt zu gehen. Das heißt, viertelstündlich vorherzusagen, hallo, Nachbar B würde wahrscheinlich das und das verbrauchen, die Wetterlage ist gerade so, dass wir so und so viel PV-Strom zur Verfügung hätten. Ja? Und dann müsste eine Entscheidung getroffen werden, wer soll was machen, welche Teilnehmer. Wer soll jetzt verbrauchen? Sollte eine Waschmaschine vielleicht gesteuert werden, dass die eingeschalten wird? Sollte der Speicher einspeichern? Die sogenannte Flexibilisierung findet statt. Und das wiederum müsste aber meines Erachtens auch abgerechnet werden, weil das sind natürlich Services, die untereinander in der Gemeinschaft jeden dazu eigentlich ja, beauftragen, auch wiederum Services für die Gemeinschaft zu erstellen. Und das dann wiederum abzurechnen, zusätzlich abzurechnen, das erlauben die Netzedaten momentan nicht. Das heißt, da bräuchte es eine zusätzliche Infrastruktur. Aber Herr Siefert, ich meine, für mich ist immer so, Strom hat auch noch kein Mascherl. Also wäre es nicht einfach das Einfachste und das ökonomisch Günstigste, wenn dann sehr wohl ein überschüssiger Strom in ein größeres Netz verkauft und damit eingespeist wird, anstatt dass man sagt, wir wollen das unbedingt nur für uns nutzen, so im Sinne einer kleinen Autarkie. Diese Frage muss man aus verschiedenen Perspektiven beantworten. Ja. Das eine ist sicher die volkswirtschaftliche, die andere ist auch die netzdienliche und dann natürlich auch diejenige Perspektive aus der Energiegemeinschaft. Wenn ich die aus der Perspektive der Energiegemeinschaft versuche zu beantworten, dann muss ich sagen, das, was im ökonomischsten sinnvollsten ist, werde ich tun. Ich gehe davon aus, dass wir eine ähnliche Sachlage haben wie jetzt bei den PV-Anlagen auf dem Einfamilienhaus zum Beispiel, wird man versuchen zu vermeiden, Überschusseinspeisungen oder das zu minimieren so stark wie möglich, weil das den Einspeisetarif, den ich bekomme als Prosumer, der ist deutlich unter dem, was ich vielleicht bekommen könnte, wenn ich es einem Nachbar verkaufe. Ja. Und deutlich und niedriger als das, was ich bezahlen muss, wenn ich es von außen, noch dazu, nicht von außen beziehe. Noch dazu, okay. Noch dazu, das ist die eine Sache. Volkswirtschaftlich gesehen
Oder gehen wir erstmal auf die Verteilnetzebene. Dort ist wirklich natürlich die Frage, wo ist gerade ein Bedarf im Netz, Netzspitzen oder wo sind Unterversorgung da. Das kann durchaus unterschiedlich sein, je nachdem an welchem Ort und zu welcher Zeit das gerade stattfindet. Ja. Das ist die eine Sache, und die andere Sache dann wird eher volkswirtschaftlich und eher vom Regulator dann her. Wo möchte ich die Netze in Zukunft hintreiben? Möchte ich wirklich ein zentralistisches Netzsteuerungsmodell haben, wo wirklich die Daten alle von allen Endkunden irgendwo hingeschickt werden? Dort wird ein Algorithmus ablaufen und der macht dann quasi diese Flexibilität und bringt das hinein. Oder habe ich ein komplett dezentralistisches Modell, wo ich sage, die Grätzl in Wien sind in sich selbst sehr, sehr stimmig abgestimmt, sind optimiert in sich, ja, und brauchen nur mal in einzelnen Tagessituationen nach Hilfe schreien, zum nächsten Netz vielleicht, dass da vielleicht eine Stromübertragung stattfindet. Und irgendwo dazwischen, zwischen dezentral und zentral, wird es wahrscheinlich hingehen. Aber das sind so Fragen, die man mit beantworten muss. Aber wäre das nicht die Rolle eines lokalen Stromversorgers, wenn der beteiligt ist, der ja wahrscheinlich auch ein Geschäft außerhalb dieser Energiegemeinschaft hat, so verstehe ich es ja, der könnte ja dann sehr wohl auch diese Rolle spielen, den Ausgleich, damit sich diese Energiegemeinschaft nicht nur untereinander dauernd abstimmen muss und dann möglicherweise auch einmal zu viel und einmal zu wenig hat. Das wäre ein Servicepaket, ja. Also jetzt nicht die Lieferung direkt, sondern also die großen Energieversorger dürfen nicht Teil von Energiegemeinschaften sein. Aber kleinere dürfen es, oder? Kleinere dürfen es. Achso, okay, Entschuldigung. Wo ist da die Grenze? Ich würde so lesen, kleinere und mittlere Unternehmen, und da gibt es Betragsgrenzen im UGB, die mir jetzt nicht einfallen, aber mittlere Unternehmen können da schon einen recht großen Umsatz haben. Das heißt, wir reden hier nicht nur von dem, ja, also wir reden hier von wirklichen auch Stromversorgungsunternehmen. Durchaus relevante. Und wenn die dann dabei sind, ja, die haben ja auch, da entsteht ja auch wahrscheinlich noch einmal dieses Gefühl, diese Situation der Asymmetrie, da ist ein Großer drinnen. Der einerseits Dienste liefern kann, aber andererseits vielleicht auch noch dieses Gefühl gibt den Einzelnen, naja, wer weiß, ob ich da wirklich gut behandelt werde oder ja, aber oder, ich glaube, deswegen wäre es so wichtig, dass man einen unter Anführungszeichen neutralen Mitspieler hat und deswegen wieder der Hint an die Gemeinden, die eine solche Rolle durchaus übernehmen könnten. Weil so wie ich es verstehe, in Wahrheit, deswegen habe ich nämlich das mit dem Speichern angesprochen, weil das irgendwie ein Problem ist, dass ich für mich jetzt im Kopf noch nicht lösen konnte. Aber theoretisch, zumindest nach dem, wie Sie es jetzt erklärt haben, bestünde die Möglichkeit, dass ich jetzt als Organisator einer solchen Energiegemeinschaft einen Layer drüber setze, also dann sozusagen den Layer habe, der dann übers Internet kommuniziert. Also ich steuere meine kleine Energiegemeinschaft und weiß dann, wenn jetzt gerade meine Photovoltaikanlagen sehr gut Strom produzieren und der Markt das aber nicht hergibt, und ich weiß gleichzeitig, mein Speicher, den ich irgendwo habe, der ist leer, dann schalte ich den an, weil ich die Info habe in meiner kleinen Gemeinschaft, und dann bin ich ja wirklich dezentral, ich bin zentralisiert in meiner kleinen Energiegemeinschaft, aber ich bin dezentral jetzt nicht abhängig von anderen Playern. Das wäre ja eine Möglichkeit, die man jetzt schon umsetzen könnte. Da wird dann, und das wäre auch kompatibel mit der Abrechnung im Nachhinein. Ich muss ja eigentlich nur für den Informationsaustausch sorgen in Echtzeit, und das kann ich einen Layer über dem Netz machen. Da bräuchte dann das Energieunternehmen gar nicht dafür eigentlich. Genau, das stimmt. Übergeordneten Sinne. Je weiter man ins Detail kommt, desto schwieriger wird diese Frage auch zu klären, weil in diesen Energiegemeinschaften wird sehr, sehr schnell der Punkt kommen, ist das wirklich eine Win-Win-Win-Win-Situation für alle? Und deswegen meine ich, das zu protokollieren, diese Optimierungsentscheidungen, wird so wichtig sein. Zu sagen, wann, ja, wieso, ich sage jetzt einmal, die Eva aus dem dritten Stock hat jetzt extra nochmal ihren Buntwäschegang 2 Stunden verzögert, ja, damit sie einfach, ich sage jetzt mal, nochmal energiedienlich gehandelt hat. Was ist das wert? Ja? Während der andere sich gerade nochmal eine Packung Popcorn da reingezogen hat vom Fernseher. Und ich glaube, das geht abzubilden mit lokalen Marktmechanismen. Also ich bin wirklich ein starker Freund, und da gibt es auch viele
viele Studien dazu, gibt es auch viele, viele Möglichkeiten, die das abbilden, von lokalen Marktsituationen. Das kann man, da gibt es verschiedene Möglichkeiten über Auktionierungsverfahren, kurzfristige oder über sogenannte kleine Energiegemeinschaftsbörsen oder sowas, wo einfach auf Basis, natürlich nicht händisch, manuell, das will keiner, sondern auf Basis vorab festgelegter Komfortparameter, zum Beispiel, meine Wäsche muss immer zwischen 15 und 17 Uhr gewaschen sein. Ich weiß jetzt nicht, ja, im ersten Bezirk mein Jacuzzi muss warm sein um 20 Uhr. Ja. Die Maschinen selbst untereinander auf Basis von lokal entstehenden Preisen dann eben handeln und ausführen. Und das muss wiederum protokolliert werden und ist meines Erachtens ein zusätzliches abrechenbare, eine abrechnungspflichtige Information. Weil dann ist es wirklich fair. Aber alle diese Entscheidungen, die müssen ausverhandelt werden. Das ist vertraglich eine Grundlage geben. Also das ist eigentlich dann aus juristischer Sicht wieder ein viel Geschäft, aber natürlich auch ein ordentlicher, auch ein Kostenfaktor, wenn man das wirklich so genau, und auch ein Streitpotenzial. Ich glaube, man muss es einmal ordentlich ausarbeiten, okay, und dann kann man es wahrscheinlich replizieren. Ja. Vielleicht wäre da auch, um da auch noch einzusteigen, der Punkt, den Sie, glaube ich, gebracht haben und der, glaube ich, auch schon wirklich bedeutsam ist, der auch so ein bisschen mitschwingt hinter dieser Zweckbegrenzung auch, ist, ich möchte eben keine Akteure möglichst dort positionieren, die dann für ein Ungleichgewicht sorgen. Und ich würde da gerne den Ball aufnehmen, den Herr Völkel da letztlich auch vor den Elfmeterpunkt gelegt hat. Und ich glaube auch, dass da eigentlich die Gemeinden dort tatsächlich der Akteur ist, der hier tatsächlich den, ich sag mal, mediatisierenden Einfluss auch ausüben könnte. Ich meine, Gemeinden sind gemeinwohlgebunden auch, selbst wenn sie als Stromerzeuger unterwegs sind. Das würde ich persönlich als den Akteur sehen, der in der Tat prädestiniert dafür ist, dort sich zu engagieren. Und vielleicht, meine, was ich bei Ihrem Vortrag auch gelernt habe, ist, man braucht offensichtlich bei diesen, wenn man so ein Modell realisieren will, auf jeden Fall anwaltliche Beratung. So aus der Anwaltsperspektive, ich meine, es gibt ja viel, wurde ja viel auch kritisiert daran, an diesem Erfordernis, dass der Hauptzweck nicht darin liegen darf, Gewinn zu erzielen, wäre es nicht sozusagen aus anwaltlicher Perspektive auch, wäre das nicht auch Futter sozusagen, zu sagen, ist die Gemeinde überhaupt aufgrund ihrer Gemeinwohlbindung, kann die überhaupt daran interessiert sein, hier Gewinn zu erzielen? Also wenn die Gemeinde hier sozusagen eine dominierende Rolle ausübt, könnte man sozusagen da auch ein bisschen den Gestaltungsspielraum der Energiegemeinschaften insgesamt so ein bisschen erweitern? Also ja, das gut, ein sehr spannender Gedanke. Also die Idee im Wesentlichen, die Gemeinde wird nie einen Gewinn erwirtschaften, weil sie ja die Gelder, die sie vereinnahmt, ohnehin wieder in die Gemeinde investiert. Also ja, da darf ich jetzt Danke für die Elfmetervorlage sagen. Das reine profitorientierte Unternehmen darf die Gemeinde eigentlich gar nicht betreiben. Ganz genau. Und man, ja, total. Und selbst wenn ich dann sozusagen, ich habe viel Grund und Boden zur Verfügung, ich kann meine Photovoltaikanlagen beispielsweise aufbauen. Ich weiß, es gibt Platz, dass ich noch ein Wasserkraftwerksbetreiber vielleicht mit an Bord holen kann. Letztlich lässt sich das dann vielleicht schon so steuern, dass auch Gewinne, die erwirtschaftet werden in der Gesellschaft, dann letztlich der Gemeinde wieder zugutekommen. Und dann habe ich eigentlich auch gar nicht so diese Thematik, im Rahmen der Gruppe, der Gemeinde, wird jemand übervorteilt oder nicht. Okay, das heißt, Sie dürften dann vielleicht doch ins Gemeindebudget, dürften Überschüsse das, fließen, ja, ohne dass jetzt, genau, ohne dass jetzt die gesetzlichen Auflagen hier verletzt werden. Das ist interessant. Ja. Aber die Frage ist vielleicht auch, sind Gemeinden eigentlich, ich meine auch kleinere Gemeinden, auch organisatorisch, personell, auch kompetenzmäßig gut genug aufgestellt, um hier in einem doch völlig neuen Feld hier den gleichzeitig Mitspieler, Schiedsrichter, Mediator zu spielen?
In der Tat, also das ist natürlich immer letztlich bei allen auch öffentlichen Aufgaben, die auf eine Gemeinde jedenfalls ihrer Aufgabenstellung zukommen können, natürlich immer die Frage, ist die einzelne Gemeinde tatsächlich in der Lage, sowas zu stemmen? Ich meine, wenn wir jetzt über eine große Gemeinde hier reden, dann kann man die Frage sicherlich bejahen. Aber bei kleineren Gemeinden muss man natürlich letztlich auch so ein bisschen darauf bauen. Das ist, glaube ich, auch eine Möglichkeit, die wir auch noch gar nicht in Betracht gezogen haben, wenn hier Formen der kommunalen Zusammenarbeit auch genutzt werden. Also wenn hier nicht nur die einzelne Gemeinde, sondern eben auch mehrere Gemeinden sich zusammentun. Also das ist ja auch eine wichtige, im Bereich der Daseinsvorsorge ja auch ein wichtiger Punkt. Also dass viele Gemeinden, man muss ja nicht nur immer Wien sozusagen im Kopf haben, sondern eben auch viele kleinere Gemeinden, viele Aufgaben. Das sieht man auch. Also das findet tatsächlich statt. Also da passiert sehr, sehr viel. Also ich kann jetzt zum Beispiel die Wienerwald 5 oder die 5 im Wienerwald kann ich berichten. Also da geht es genau um solche Themen. Unter anderem auch muss man, glaube ich, dazu sagen, ganz Wien kann keine Energiegemeinschaft gründen. Also es gibt ja die gewisse für lokale Energiegemeinschaften Netzebenen, die dort mit in Betracht gezogen werden müssen, also als Unternetzebene 4. Das heißt, es würde da eher, um vielleicht beim Zuseher im verständlichen im Feld zu bleiben, eher so um Grätzl oder Bezirke gehen. Bezirke könnten es sein. Es könnte Bezirkshauptmannschaft sein oder ich weiß jetzt nicht, bin auch kein gebürtiger Österreicher, was dann genau das die Bezeichnung ist für den Bezirksbürgermeister oder Bezirksbürgermeisterin, aber das ist dann schon okay, also es könnte hier, das also ist sehr relevant, die innere Stadt oder Maria Hilf oder so könnten sagen, wir machen eine Energiegemeinschaft oder zwei Bezirke könnten das zusammen machen. Könnte das auch ein Feld sein für externe Dienstleister, die sagen, wir organisieren euch die Energiegemeinschaft. Wir können das, bitte. Wir hoffen das natürlich. Ja, wir können das und wir werden dann auch dafür bezahlt. Ist das eine Sache? Und wir sorgen dann für sowohl die technischen Instrumente als auch die rechtlichen Rahmenbedingungen und die Betreuung auch der einzelnen Personen? Also was wir sehen, ist einerseits, es gibt eine sehr große Komplexität. Ja, es gibt die rechtliche Komplexität, es gibt die technische Komplexität, es gibt die kommerzielle Komplexität, es gibt die Komplexität, die allein aufgrund der Größe von vielen teilnehmenden Personen entsteht. Und gerade das Team, mit dem ich zusammenarbeite, kümmert sich jetzt seit 3 Jahren sehr, sehr intensiv um diese gemeinschaftsartigen Konzepte und Produkte. Und das ist schon sehr, sehr kompliziert. Das heißt, Sie könnten es auch in Vorarlberg anbieten zum Beispiel. Ja, schon. Sagen Tochter von der Wien Energie, wir machen euch die Energiegemeinschaft so, dass sie funktioniert und dass es eine Win-Win-Situation wird. Es gibt interessante Dinge, ja. Also ich glaube, allein eine Energiegemeinschaft zusammenzustellen, das ist eine ganz spannende Thematik. Erstmal alle Mitglieder zusammenzubekommen und auch welche zusammenzubekommen, die gut zusammenpassen. Ja. Das ist immer das ideale Fundament. Also wo sich vielleicht sogar Angebot und Nachfrage natürlich schon sehr, sehr gut ausgleichen. Ja? Das ist die eine Sache, da kann man sehr gut unterstützen und dann natürlich auch in der gesamten Anlagenplanung, in der Quartiersplanung, in all diesen Sachen gibt es sicher Services, die angeboten werden können. Und das wird oft eben vernachlässigt, das Thema Abrechnung ist wirklich eine Stärke von den alteingesessenen Energieunternehmen. Das ist das, was sie gut können und könnte eben auch als Service für Energiegemeinschaften angeboten werden. Herr Kronke, ist das im Sinn der Sache auch? War das auch von den europäischen Gesetzgeber damals so gedacht? Ich denke ja, also jedenfalls der österreichische Gesetzgeber war klug genug, das auch in die Begründung reinzuschreiben, jetzt, dass eben auch Verträge mit Dritten auch zulässig sind. Also ich glaube, das wäre völlig illusorisch zu meinen, dass man da keine Dritten braucht. Zum einen, ich meine, Sie hatten das auch schon erwähnt, es gibt ja auch jenseits, also unabhängig von der gesetzlichen Infrastruktur, von den
den, ich sag mal, von der Unterstützung, die der Gesetzgeber jetzt leisten möchte mit diesen Energiegemeinschaften im rechtstechnischen Sinne, gab es ja eigentlich schon so etwas wie Energiegemeinschaften, oder gibt es ja schon so etwas wie Energiegemeinschaften. § 16 am EWOG. Beziehungsweise sie werden schlichtweg nicht so genannt. Also es sind schlichtweg andere Kooperationsformen. Mieterstrommodelle zum Beispiel. Das hat sich ja bisher auch schon offensichtlich auch finanziell gelohnt. Und mit diesen Energiegemeinschaften ist ja sozusagen, wird in die Richtung sozusagen Unterstützungsleistung jetzt erbracht. Also und jetzt wird es deutlich ist, besser. Das ist ja die Funktion dieser rechtlichen Infrastruktur. Es soll ja sozusagen die ermöglichende Funktion. Ja, das ist ein riesiger Schritt nach vorne. Also 16a zum Beispiel, weiß nicht, Herr Pöckel wird es vielleicht wissen, ist eben doch nicht so einfach gewesen, wie man sich das vorstellt. Also so ein sogenanntes Mieterstrommodell war ja im jetzigen Gesetz auch schon möglich. Das heißt, man könnte ein Mehrfamilienhaus nehmen, eine gemeinschaftliche Anlage auf das Dach setzen und dann den Strom entsprechend verteilen. Im Detail wiederum ist es dann oft so, dass allein die Teilnehmer eines Hauses oft an mehreren Netzen in der Netzebene 7 angeschlossen sind. Das heißt, man konnte dann oft gar keinen einheitlichen Vertrag umsetzen, um die wirklich alle gemeinschaftlich an dieser Anlage zu beteiligen. Und da geht jetzt natürlich das EAG einen sehr, sehr großen Schritt nach vorne und macht vieles, vieles richtig, wie ich finde. Herr Vögel, Sie haben ja gesagt, eigentlich von der Gesellschaftsform, von der Rechtsform ist der Verein der, der sich am meisten anbietet. Vereine, die ich kenne, da wird auch viel gestritten. Braucht man dann entweder eine Art von Schiedsverfahren, um dann mögliche Streitereien innerhalb dieser Gemeinschaft zu lösen? Oder braucht es auch vielleicht auch von außen einen gewissen Regulierungsrahmen, damit dann nicht jeder seinen eigenen Anwalt herbeizerren muss und dann am Ende eigentlich nur Streit und Kosten auflaufen? Ja, also ich glaube, wenn man die Vereinsmöglichkeit nutzen möchte, dann ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man die Vereinsstatuten gleich von Anbeginn so verfasst, dass sie für solche möglichen Streitigkeiten einen eigenen Ablauf vorsehen. Das ist ja durchaus möglich. Also das ist der wichtige Punkt. Das Vereinswesen ist auch ein sehr, wie soll ich sagen, es ist sehr viel möglich innerhalb eines Vereins. Also es ist auch nicht in einem sehr engen Korsett, sondern Vereine können sehr unterschiedlich ausgestaltet sein. Und deswegen habe ich auch in meinem Vortrag kurz angesprochen, Delegiertenentscheidungen. Also man kann durchaus dann für relevante Entscheidungen innerhalb der Energiegemeinschaft bestimmte Delegierte, Verantwortliche entscheiden lassen, die dann repräsentieren und andere Teilnehmer im Rahmen der Energiegemeinschaft keine Abstimmungsrechte über bestimmte Fragen haben. Und auch hier meine ich, wenn man sich jetzt entscheidet für einen Verein, dann müssen diese Vereinsstatuten auch schon für verschiedene Geschäftsfälle unter Anführungszeichen Vorsorge treffen. Da muss ich Vorsorge für den Geschäftsfall haben, es kommt ein neues Mitglied dazu, das nur günstiger Strom beziehen möchte über die Gemeinschaft. Da brauche ich für den Geschäftsfall Vorsorge, dass ein Produzent hinzukommt. Da brauche ich Vorsorge für den Fall, dass möglicherweise, wenn das gewünscht ist, ein Produzent seine Anlage dem Verein übereignet. Ich brauche für sehr viele unterschiedliche potenzielle Geschehnisse oder was halt passieren kann, brauche ich schon Vorsorge in den Statuten. Das ist möglich und wenn man das gut macht, dann kann man hoffentlich Streitigkeiten auf ein Mindestmaß reduzieren. Damit da nicht allzu viel da Lehrgeld bezahlt werden muss, sollte das nicht irgendwie von einer öffentlichen Stelle schon gewisse Muster vorgelegt werden, an denen sich dann die Beteiligten auch halten können? Ja, absolut. Das fände ich. Ist das? Ja, absolut. Das fände ich sehr erstrebenswert. Und aber da auch wieder der Ball geht an. Aber wie soll ich sagen? Da geht der Ball auch wieder ein bisschen an die Gemeinden. Es lassen sich unterschiedliche Modelle darstellen. Es ist je nachdem, wo ich meinen Schwerpunkt setze oder wo ich meinen Interessenschwerpunkt setze, lassen sich unterschiedliche Modelle finden. Die müssen halt einmal ausgearbeitet werden. Und ich stelle es mir so vor, es wird wohl dauern einige Jahre, aber in 5 Jahren wird es dann vielleicht geben das Modell, weiß nicht, Wien 7 und dann wird es vielleicht das Modell, ich weiß nicht, Eichgraben und das Modell Berchtesgaden oder Kammer Neusiedl geben.
Genau, und je nachdem, wie es regional interessant ist, so wie Sie es vorher gesagt haben, pro Region wird es unterschiedliche Interessen geben. Da habe ich vielleicht sofort einen Ausgleich zwischen Erzeugern und Abnehmern. Und in anderen Gebieten wird wohl mehr produziert werden, als verbraucht werden wird. Und ich denke, es wird dann die Vielfalt der Modelle sein, die es ausmacht. Und vor allen Dingen in der Konfiguration, in der letztendlichen. Ich denke, es gibt eine gute Basis, den groben Rahmen kann man sicher gut beschreiben. Letztendlich dann in der Konfiguration der Energiegemeinschaft, also in der vertraglichen Konfiguration, und da hoffen wir, dass es halt auf, dann auf Basis digital zur verfügbarer Verträge dann auch passiert. Ja. Glaube ich, gibt es durchaus viele Einsatzmöglichkeiten, zumindest am Anfang und vielleicht auch in zu gegebenen Zeitpunkten, die man sich vielleicht als Energiegemeinschaft dann selbst setzt, einmal im Jahr oder alle zwei Jahre, dass man nochmal schaut, wo kann man hier vielleicht nochmal an einem Rädchen drehen. Aber was ich noch sagen wollte, das ist, ich glaube, dass die Attraktivität, hier Energiegemeinschaften zu gründen und auch teilzunehmen, wird sehr, sehr stark darauf basieren, wie einfach mal rein und wieder rauskommt. Ja, dieses On- and Offboarding. Und ich möchte als Endkunde heutzutage, ich habe drei Kinder, ich habe einen Vollzeitjob, meine Frau hat einen Vollzeitjob, nicht fünf Verträge ausfüllen müssen und behirnen müssen, um zu entscheiden, mache ich da jetzt mit, damit ich mir im Jahr 30 Euro einspare. Ja, ich bin ein großer Verfechter von grüner lokaler Energie, aber letztendlich habe ich nur 24 Stunden am Tag Zeit. Und da wird, glaube ich, so da eine Eleganz reinzubringen und da eine Effizienz reinzubringen, auch im On- and Offboarding über digitale Vertragsprozesse, das wird, glaube ich, die große Kunst sein. Sie haben in Ihrem Vortrag das Wort, diesen Begriff Oracle-Problematik angesprochen und gesagt, Sie würden noch gerne darüber ein bisschen noch diskutieren. Da geht es ja darum, wie kennt man den, oder so ich richtig verstanden habe, kennt man den, den man hier zu tun hat, fühlt man sich da wohl? Das klingt auch wie eine Marketingfrage eigentlich ein wenig, oder auch eine Frage der Kommunikation mit den, eine Kommunikationsproblem? Sehe ich gar nicht so. Nein, sondern also okay. Das Oracle-Thematik ist jetzt nicht die Datenbank, der Datenbank-Provider Oracle, sondern das ist ein Spezifikum aus der Blockchain-Welt. Da geht es einfach um den Schnittpunkt zwischen, sage ich mal, physikalischer, reeller Welt hin zur virtuellen Welt. Das heißt, eine Blockchain hat ja halt den Vorteil, dass alle Daten, die darauf geschrieben werden, für immer unveränderlich dort stehen, ja, und sehr transparent sind, aber wenn eben falsche Daten oder manipulierte Daten reinkommen, dann stehen die halt auch da, dann bringt es uns allen nichts. Ja, deswegen, diese Schnittstelle muss höchst sicher und zertifiziert gemacht werden. Und das sind nach wie vor große, große Lücken, ja? auch sage ich mal, in der regulatorischen Umgebung zu sagen, welche Erfordernisse habe ich, wenn ich jetzt eine Anlage zum Beispiel am Regelenergiemarkt anmelden möchte, um diese Registrierung durchzuführen. Und Kleinstanlagen können diesen Aufwand fast nicht fahren. Es gibt hier einige Bestrebungen, zum Beispiel auch die Deutsche Energie- und Netzagentur hat gerade ein Projekt gestartet, das BEMIL-Projekt. Da geht es um ein Marktstammdatenregister auf Blockchain-Basis, wo wirklich ein sehr, sehr hoch digitalisiert der Prozess verwendet wird, um zu beweisen, dass so eine Anlage wirklich grün ist, dass sie diese Services erfüllen können, die Energie-Community braucht und dass sie das umsetzen können. Letztendlich müsste die Beweislage einfach viel dezentraler auch gesetzt werden. Das heißt, zum Beispiel schon beim Zeitpunkt der Anlageninstallation könnte es zertifizierte Installateure geben, die dann vielleicht mit dem Handy ein kurzes Foto machen, Anlage ist installiert, Fingerabdruck, ich zeichne damit, ich im Endeffekt habe auch, ist auch eine Firma dahinter, die das gemacht hat, hat das die Beweispflicht und ich weiß, mit dieser zu diesem Zeitpunkt wird eine Maschinenidentität kreiert, die dann in solchen Online-Netzwerken, weil letztendlich anders geht es nicht in Energie-Communities in Zukunft, das ist ein Online-Business, dann auch wirklich vertrauenswürdig teilnehmen können und auch weil das Stichwort, handeln können. Ja. Das Stichwort Blockchain ist ja eines, das uns hier allen bekannt ist. Folglich ist Blockchain hier einfach nur eine Chance oder ein praktisches Anwendungsgebiet oder ist es ein entscheidender Faktor, glauben Sie, für die Zukunft, damit solche Gemeinschaften funktionieren? Ich weiß es nicht. Also ich muss sagen, auf der einen Seite, ich denke jetzt für den Anfang, also wenn man, wie soll ich sagen, für den Anfang
genügt ja eigentlich, dass ich regional in meiner Energiegemeinschaft irgendeine Art von Steuerung der einzelnen Anlagen zusammenbringe. Dafür brauche ich jetzt keine Blockchain. Interessant wäre es, wenn ich sehr viele unterschiedliche Akteure zusammenbringen möchte. In dem Fall wird es auch eine zentralisierte Blockchain sein müssen. Also ein dezentrales System wird da wahrscheinlich auch einfach nicht genügend Durchsatz haben, um die ganzen Daten, die erzeugt werden, wenn das in Echtzeit erfolgen soll. Ich habe jetzt wieder 1 Kilowatt Strom erzeugt, ich habe jetzt 1 Kilowatt Strom verbraucht, oder auch Signale gesendet werden sollen von Akteur zu Akteur, wird das auch zentralisiert sein müssen. Da weiß ich nicht, ob man nicht dann, ich meine, für die Nachvollziehbarkeit der Daten ist es sicher schön, ist es sicher gut, bin mir aber nicht sicher, ob man unbedingt dann die Blockchain dafür bräuchte. Wenn sich es entwickelt auf so einem Ansatz, ist es sicher interessant, der müsste halt offen sein. Ich glaube nicht, dass es jetzt kritisches Element davon sein wird. Es ist in sehr, sehr limitierten Dosen durchaus sehr wichtig, meines Erachtens. Als Steuerungselement oder als der Kommunikationsstandard, der zur Anlagensteuerung betrachtet wird, also die technischen Netzwerke, ist es ungeeignet, dafür ist es zu langsam, zu kostenintensiv, das ist klar, aber zur Notarisierung der stattgefundenen Handelsvorgänge und der stattgefundenen Optimierungsvorgänge durchaus auch zusammengefasst am Ende des Tages zum Beispiel oder in anderen Zeiträumen, ist es meines Erachtens essentiell, wenn wir uns in einem Feld bewegen, wo sich die Teilnehmer nicht untereinander kennen und nicht untereinander vertrauen. Herr Krönke, wie groß sind eigentlich die Anforderungen an den Regulator? Ist der in Österreich die E-Control und Deutschland, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, ist der hier entscheidend gefordert, auch personell, auch kompetenzmäßig hier aufzustocken und sich in einem völlig neuen Gebiet hier zuzuwenden? Also und sind die darauf vorbereitet? Also natürlich, die Energiewirtschaft, der Bereich der Energiewirtschaft ist natürlich traditionell durch Akteure auch geprägt, durch Beaufsichtigte geprägt, die jetzt schon aus sich heraus eine enorme, insbesondere die technische Kompetenz natürlich auch mitbringen. Deswegen nimmt der Gesetzgeber sowohl in Österreich als auch in Deutschland natürlich auch die handelnden privaten Akteure dann die Pflicht, um Systemverantwortung zu übernehmen, also insbesondere auch die Netzsicherheit zu gewährleisten. Also insofern, da haben tatsächlich auch die Akteure enorme Verantwortung. Also der Regulator, würde ich sagen, der Regulator im Sinne von der Behörde, die ist dort aus meiner Sicht jetzt nicht zentral gefragt. Was wäre natürlich in der Tat gefragt ist, und ich finde, dass Sie haben da viele, viele Punkte vorhin auch angesprochen, die weniger jetzt den Energiegemeinschaften im Besonderen betreffen, sondern letztlich auch die eine ganz grundsätzliche Frage betreffen und ganz grundsätzliche Bedingungen für die Weiterentwicklung der Energiewirtschaft betreffen. Punkte wie die unzureichende Zertifizierung von Geräten, Messwesen, die Frage, wie hoch digitalisiert sollen Verteilernetze sein, wollen wir, und ich glaube, dass es die Netzebene oder der Ausschnitt ist, der intelligent gemacht werden soll. Ich meine, Übertragungsnetze sind ja eigentlich bereits schon weitgehend, würde ich mal sagen, intelligent, soweit ich das überblicke. Aber ich glaube, gerade um die dezentrale Energieversorgung zu ermöglichen, brauchen wir digitale Verteilernetze. Und die Frage natürlich auch, wer soll Zugriff haben auf die Daten, die erfasst werden, also der Datenzugriff, in Anführungszeichen der Kampf um die Datenhoheit. Das sind Fragen, die natürlich für den Erfolg dieser dezentralen Modelle auch wichtig sind, aber die jetzt weniger auch der Gesetzgeber, der jetzt gerade das erneuerbare Energienausbaugesetz, das Paket auf den Weg gebracht hat, im Blick hat. Das sind, glaube ich, noch mal eine grundsätzlichere Ebene tiefer, wo man aber sicherlich auch aktiv werden sollte. Aber es ist auch eine Frage der Investitionen. Das muss ja alles finanziert werden, genau. Da muss irgendjemand Geld in die Hand nehmen
und letztlich auch, das natürlich, auch vorstrecken. Auch weil da muss natürlich der Regulator aktiv werden, denn wenn er also nicht nur der Regulator, auch der regulierende Gesetzgeber, wenn es um die Entgelte auch geht. Ich meine, wenn ich, je nachdem wie viel ich am Ende dabei rausbekomme als Netzbetreiber, stecke ich mehr oder weniger Geld dann auch in meine Netze. Also insofern in der Tat, es ist eine Geldfrage, aber die ist wiederum bedingt auch durch die rechtliche Infrastruktur. Also nur, das hat mich jetzt auf einen Gedanken gebracht und da würde mich die Meinung von Ihnen allen interessieren. Wäre es fair zu sagen, dass eines der Ziele ist, des europäischen Gesetzgebers, also die Lokalität zu fördern und auch, also erneuerbare Energie zu fördern und aber auch ein bisschen die Unabhängigkeit der Regionen von zentralisierter Energieversorgung zu fördern. Wäre das fair? Kann man das aus den europäischen Grundlagen ableiten? Im Sinne einer politischen Zielsetzung? Wir können ja jetzt sehr weit oben ansetzen. Ja. Ich denke, im Jahr 2019 vor Corona noch, das ist die letzte Zahl, die mir so zumindest im Sinn noch ist, hat die Europäische Union für fossile Energieimporte 300 Milliarden Euro ausgegeben. Mhm. Ich wüsste jetzt keinen Absatz in der Renewable Energy Directive, wo das explizit drinsteht. Aber in der Diskussion wird es immer wieder erwähnt. Na, weil mir nur der Gedanke kam, führt nicht eine Dezentralisierung, weil im Ideal, Sie haben es vorher angesprochen, also die Energiegemeinschaften werden das machen, was für sie am lukrativsten ist. Und letztlich, wenn das die perfekte Energiegemeinschaft, könnte sich dann autark versorgen. Jetzt ist meine Frage nur, kann das nicht dazu führen, einerseits, dass wie geht das Netz mit schwankenden Energielieferungen um, wenn sich das wirklich sehr stark verbreitet mit dezentraler Energieanspeisung, ist die eine Sache. Und gibt es dann nicht eigentlich weniger Anreize für Energieproduzenten, große, ihre Energie noch zu erzeugen, potenziell weniger annehmen und wird nicht dann das Netz möglicherweise langfristig sogar anfälliger für Ausfälle? Also da sind wir halt genau an dem Punkt, was den Energiemarkt so spezifisch macht. Ja. Also die Security of Supply, die berühmte, ist im Zentrum all dieser Diskussionen und letztendlich muss auch deswegen dieser Markt reguliert werden, ja, und ist auch reguliert. Das heißt, ich denke, die Gefahren bestehen nicht. Ich glaube, es braucht klare Regeln. Es gibt hier, und die sollten meines Erachtens, das ist meine ganz, ganz persönliche Meinung, auf Basis der besten wissenschaftlichen Erkenntnisse erfolgen. Es gibt sehr, sehr viele Studien, die sich der Optimierung von komplexen Systemen angenommen haben. Hier gibt es sehr, sehr gute Vorschläge, auch vom Zusammenspiel von dezentraler Architektur mit zentraler Architektur. Und ich finde, sowas sollte zunehmend auch in das Gesetz mit einfließen und in die Regulatorik mit einfließen. Ich möchte noch erwähnen, zusätzlich, dass ich durchaus noch eine gewichtige Rolle für den Regulator sehe in den Energiegemeinschaften. Das ist einerseits, um eben solche Register auch zu führen, Maschinenregister, weil dann einfach das rausgenommen wird aus der Privatwelt, aus der privaten Wirtschaft, wo jetzt auch teilweise schon einfach zusätzliche Standards geschaffen werden, weil zum Beispiel vielleicht eine Föst grünen Stahl produzieren möchte und eine eigene Lieferkette, einen eigenen nachvollziehbaren Lieferkettenprozess aufsetzt und sagt, okay, ich kann bezeugen, dass mein Stahl CO2-frei ist. Da würde ich mir wünschen, dass das nicht von einzelnen Privatplayern getrieben wird. Das ist natürlich gut für die erste Innovation, aber letztendlich muss das von einem staatlichen Organ kommen, das dann eben entsprechende Anlagen registriert, das einen Standard für Herkunftsnachweise zur Verfügung stellt und all diese Sachen. Das ist meines Erachtens wirklich eine Rolle, die E-Control oder natürlich auf europäischer Ebene zuerst, das würde mir am allermeisten wünschen, natürlich eingenommen werden muss. Ja. Und ist das derzeit auch wissen die das auch? Oder ist das? Naja, es gibt sehr, sehr viel Forschung, die betrieben wird, auch mit EU-Geldern. Da wurden noch sehr, sehr wichtige Erkenntnisse festgehalten. Also die wissen das schon. Ja. Ich glaube, dass wir langsam so zeitlich langsam ans Ende dessen kommen, was wir uns vorgenommen haben. Aber so eine letzte Frage. Am Anfang habe ich gesagt, es könnte ein Game Changer werden, könnte wirklich sehr viel dazu beitragen, dass die Klimaziele erreicht werden können. Oder es könnte sich als eine weitere, so ein schönes Modell, das dann am Ende sicher doch weniger praktikabel erweist, als man gehofft hat,
zeigen. Was ist so Ihre Erwartung an die, an die Energiegemeinschaften? Herr Krönke. Also ich hab sehr viel gelernt von Ihnen beiden auch und was ich auch insbesondere auch aus der Praxis gelernt habe, ist es, dass mit der Einführung der Energiegemeinschaft jetzt auch als Rechts, als der erneuerbaren Energiegemeinschaft auch als Rechtsfigur, als ermöglichender Schritt auf die Praxis zu. Ich verstehe es als ein wichtiger Faktor. Ich glaube, es ist nicht das Allerheilmittel. Es ist ein Baustein, der dazu beitragen kann, hier die weiter zu einer dezentralen, aber auch aktivierenden Energieversorgung beizutragen. Auch das habe ich noch stärker gelernt, würde ich mal sagen. Und insofern würde ich sagen, es ist mehr als nice to have, aber es ist natürlich auch kein Zaubermittel, das uns in die Energiewirtschaft, in den energiewirtschaftlichen Kommunismus führen wird. Das sicherlich nicht. Herr Siefert? Ich finde, es ist ein sehr, sehr guter Schritt in die richtige Richtung. Es ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Für mich ist immer interessant, auch als Stratege in Szenarien zu denken und auch auf Basis von den jetzt vorliegenden Fakten zu agieren. Und Fakt ist nun mal, dass man ein 100% erneuerbares Energiesystem, und jetzt nicht nur stromseitig, sondern auch primärenergieseitig, nicht schafft ohne die Flexibilisierung der Nachfrageseite. Und das geht nur über die Partizipation von Endkunden und von vielen, vielen Kunden. Auch die Anlagen in Zukunft werden von vielen, vielen besessen werden. Und deswegen, ja, ich glaube, dass es Community-artige Konzepte braucht. Ganz, ganz wichtig. Das ERG geht einen Schritt in die richtige Richtung und ich wünsche mir noch viele weitere. Herr Völkel? Ja, also ich denke, es wird gewisse ökonomische Anreize brauchen, damit sich das System durchsetzt. Weil vielleicht, wenn ich da auf Ihren Vortrag noch einmal zurückkommen darf mit einem Beispiel. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, dass ich eine, auch als Gemeinde beispielsweise, eine Photovoltaikanlage betreibe und dann Miteigentumsanteile entweder an der Betriebsgesellschaft oder möglicherweise sogar an den einzelnen Paneelen Gemeindemitgliedern verkaufe, unter Anführungszeichen. Und dann habe ich wieder nur eine 1:1 Beziehung zum Energieunternehmen. Und vom ökonomischen Anreiz oder vom ökonomischen Effekt wäre es vielleicht ähnlich, wie wenn ich jetzt eine Energiegemeinschaft gründe. Und das ist das einfache Modell, wenn ich es bündle in einem bestehenden, sozusagen tokenisiertes Kraftwerk, wie Sie es als Beispiel gebracht haben. Und wenn sich jetzt die Energiegemeinschaften durchsetzen wollen, dann wird es eine Art von, also einerseits wird es Enabler benötigen, die da mitmachen. Und es wird irgendeine Art von ökonomischen Anreiz geben müssen. Und da blicke ich jetzt trotzdem noch einmal, wie gesagt, bei allen Recherchen und Vorbereitung sehe ich da wirklich als zentralen Punkt die Gemeinde, die dann möglicherweise sich auf Basis der Energiegemeinschaft, die sie organisiert, eine Einkunftsquelle vielleicht schaffen kann, um Gelder dann wieder für die Gemeinde zu nutzen. Also ich denke, wenn man möchte, dass die Energiegemeinschaft ein Erfolg wird, dann wird man dort ansetzen müssen, weil es ist halt, der Mensch ist ein ökonomisches Wesen. Ich glaube, da werden sie mir alle beipflichten und das muss ein bisschen berücksichtigt werden in der Struktur. Ja, dann hoffe ich, dass hier noch heute ein paar Bürgermeister zugehört haben, die wissen, die damit jetzt wissen, dass einiges auf sie vielleicht hier zukommt, womit sie sich bisher noch nicht beschäftigt haben. Ich danke Ihnen, Herr Krönke, Herr Siefert und Herr Völkel, für diese spannende Diskussion. Ich habe auch sehr, sehr viel gelernt und ich weiß, ich werde in den kommenden Monaten und Jahren zu diesem Thema noch sehr viel mehr lernen müssen. Dankeschön.